Ein unbeschwerter Abend nimmt eine grauenvolle Wendung. In jener Nacht war ein Monster in Portland unterwegs. Eine junge Frau verschwindet spurlos. Man wäre stolz auf eine Tochter wie Amy. Die ganze Stadt hat nach ihr gesucht. Die Polizei rechnet mit dem Schlimmsten. Hat er sie in den Wald oder ins Wasser geworfen? Der Fall wirkt unlösbar. Wenn sie sie heute nicht finden, wird sie nie wieder auftauchen. Das war ein Indizienfall. Bis ein Zufallsfund die entscheidende Wendung bringt. Unglaublich, wie es dann gelaufen ist. Nachdem seine Tochter Amy nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen ist, macht sich Dennis St. Laurent auf die Suche. An ihrer Wohnungstür findet er eine seltsame Nachricht. Amy ist nicht zu Hause, doch ihr Handy und ihr Schlüsselbund sind im Haus. Ihre Mutter Diane wartet auf Nachrichten. Als ihr Vater anrief und sagte, Amy sei nicht zur Arbeit erschienen, wusste ich schon, da stimmt was nicht. Sie hätte ihre Katze niemals sich selbst überlassen. Und sie wäre nie ohne Nachricht nicht zur Arbeit gegangen, dafür war sie viel zu verantwortungsbewusst. Das alles passte überhaupt nicht zu ihr. Diane Jenkins hat das letzte Mal Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit ihrer Tochter telefoniert. Die 25-Jährige befindet sich in Begleitung von Aaron Rodgers, einem neuen Freund aus Florida, der für ein paar Tage zu Besuch ist. Sie wollten in der Stadt essen und auf ein paar Drinks gehen. Sie wollte ihm die Innenstadt von Portland zeigen. Die beiden wollen zum Alten Hafen, dem Kneipenviertel von Portland, Maine, knapp 65 Kilometer von Amys Zuhause in South Berwick entfernt. Sie fragte, ob ich nicht dazustoßen will, aber ich hatte mich schon bettfertig gemacht. Ich wollte nicht mehr in die Stadt. Seit mehr als 24 Stunden gibt es kein Lebenszeichen mehr von Amy St. Laurent. Darum wendet sich ihre besorgte Mutter an die Polizei von South Berwick. Für die war das erstmal noch kein Grund zur Sorge. Mit 25 darf man ja auch mal über Nacht wegbleiben. Für die Polizei gilt man erst nach einer gewissen Zeit offiziell als vermisst. Diane Jenkins weigert sich, 48 Stunden lang nur zu warten. Sie druckt sofort Flugblätter mit dem Bild ihrer verschwundenen Tochter und verteilt sie in der Stadt. Wir mussten doch was tun. Wir hatten das Gefühl, Zeit zu verlieren. Dabei war jede Minute entscheidend. Ein Freund von Diane Jenkins arbeitet bei einer Strafverfolgungsbehörde. Er setzt sich mit Detective Danny Young in Portland in Verbindung. Ja, Detective Danny. Ich habe mir angehört, was er zu sagen hatte, auch über Amy und ihre Familie. Er erfährt, dass Amy Model werden möchte und in Vollzeit bei der örtlichen Fluggesellschaft arbeitet. Amy war eine sehr gute Angestellte, die sich nach oben arbeitete. Sie war beliebt. Ihre Freunde haben sich gewundert, dass sie ohne sich zu melden einfach nicht zur Arbeit erschienen war. Da habe ich schon gesagt, das klingt nicht gut. Für den Detective hat der Fall etwas Persönliches. Seine gleichaltrige Tochter heißt auch Amy. Ich dachte sofort, wenn das meine Tochter wäre, würde ich wollen, dass jemand rund um die Uhr an dem Fall arbeitet. Young will mit seinem Partner sofort loslegen und bittet seinen Vorgesetzten, Lieutenant Joe Loughlin, um dessen Einverständnis. Diese Jungs wissen instinktiv, was sie tun und sind nicht erst seit gestern dabei. Darum habe ich gesagt, klar, schaut euch die Sache an.
Ich wollte los und Leute befragen. Ich wollte versuchen, eine Spur aufzunehmen. Young konzentriert sich auf Aaron Rodgers, der letzte bekannte Kontakt von Amy. Wir haben zuerst nach dem Auto gesucht, das der Mann aus Florida gefahren hat. Young findet heraus, dass Rodgers sich am Flughafen einen Wagen gemietet hat. Einen SUV. Das erfuhren wir, weil wir der Autovermietung gesagt hatten, worum es ging. Wir konnten das Fahrzeug schließlich am alten Hafen orten. Er sah uns und fragte, ob er uns helfen könne. Rodgers gibt an, die Flugblätter wegen Amys Verschwinden gerade erst gesehen zu haben. Er meinte, er hätte gerade eben die Polizei von Berwick angerufen. Da habe ich gefragt, wieso er denn nicht zuerst mit uns gesprochen habe. Rodgers muss mit aufs Revier. Dort erzählt er Sergeant Bruce Coffin, dass seine Beziehung zu Amy rein freundschaftlich war. Sie hatten einander erst vor kurzem über einen gemeinsamen Freund in Florida kennengelernt und nur ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Doch der Detective ist misstrauisch. Irgendwas stimmte nicht mit ihm. Weder konnte er normal antworten, noch hat er sich normal verhalten. Ich fand ihn irgendwie seltsam. Hätte er versucht, sich verdächtig zu machen, hätte er alles richtig gemacht. Inzwischen hat seit mehr als 36 Stunden niemand mehr etwas von Amy St. Laurent gehört. Niemals hätte sie ihre Familie in solcher Ungewissheit gelassen. Sie hätte so etwas nie getan. Aaron Rodgers ist der letzte Mensch, von dem bekannt ist, dass er mit Amy zusammen war. Seine Version der Ereignisse? Nachdem Amy ihre Mutter angerufen hat, sind die beiden in die Fourplay Sports Bar gegangen, in der Amy mit zwei jungen Männern Poolbillard gespielt hat. Er sagte, ich spiele kein Poolbillard. Für mich war das okay. Ich habe halt zugeschaut. Später seien die beiden in den Club The Pavilion gegangen, wo die beiden Billardspieler dann zufällig auch waren. Er hat erzählt, dass er nicht tanzt. Darum sei sie allein auf die Tanzfläche gegangen. Sie hätte sich amüsiert und mit anderen getanzt. Die beiden hatten deswegen wohl einen Wortwechsel. Und daraufhin sei jeder seine eigenen Wege gegangen. Es lag nahe, davon auszugehen, dass es ihm wohl nicht gepasst hat, dass sie mit anderen tanzte. Er meinte, kurz bevor der Club zumachte, sei er nochmal zur Toilette gegangen. Und als er wieder rauskam, waren die Leute schon am Gehen und er hätte Amy nicht mehr gesehen. Er hat sie gesucht, aber dann aufgegeben. Er ging davon aus, dass sie gegangen war. Allerdings hatte er noch all ihre Sachen. Ihre Handtasche, ihren Mantel, ihren Ausweis. Lauter Dinge, die sie brauchen würde. Die waren alle in seinem Besitz. Rodgers hat auch den Schlüssel zu Amys Wohnung. Darum fährt er die 65 Kilometer zurück nach South Berwick. Er fuhr Richtung Süden, nach South Portland und musste tanken. Er sagt, er hätte den Highway nehmen müssen und Glück gehabt, auf die Autobahn zu kommen. Er meinte, er habe der Frau im Mauthäuschen gesagt, dass er kein Geld hätte, aber auch keinen anderen Weg zurück wüsste. Ich habe noch nie gehört, dass jemand darum gebeten hat, umsonst den Highway benutzen zu dürfen. Diese Geschichte klang doch reichlich schräg. Weiterhin behauptet Rodgers, Amy sei nicht zu Hause gewesen. Darum hätte er im Auto übernachtet. Er hatte offensichtlich erwogen, bei ihr zu übernachten. Für ihn habe sich das aber nicht richtig angefühlt, weil sie ja nicht zu Hause war. Auch am nächsten Morgen ist Amy immer noch nicht zurück. Er beschließt, in die Wohnung zu gehen, ihre Sachen dort abzulegen und auf sie zu warten. Ja.
Er hat bei ihr geduscht. Damit hatte er wohl kein Problem. Er wollte bloß nicht dort im Bett schlafen. Schließlich hat er genug von der Warterei und hinterlässt ihr eine Notiz. Laut seiner Aussage hat er Amy nie wieder gesehen. Die Geschichte wirkte unglaubwürdig, wie ausgedacht. Allerdings können die Ermittler Rogers mangels Beweisen nicht festhalten. Da taucht zum Glück eine neue Spur auf. Drei Männer hatten sich gemeldet. Sie hatten die Flugblätter gesehen, die Amys Familie wirklich überall am alten Hafen aufgehängt hatte. Da sagte einer, ist das nicht das Mädchen, das wir gestern Abend gesehen haben? Und die anderen meinten, doch, lasst uns zur Polizei gehen. Bei den Zeugen handelt es sich um Kush Sharma, Russ Gorman und Jason Cook. Man hat uns auf drei Räume verteilt und uns dann zu diesem Abend befragt. Sharma und Gorman erzählen, dass sie Amy beim Poolbillard in der Sportsbar kennengelernt und später im Club The Pavilion mit ihr getanzt haben. Sie sind die beiden Männer, die Rogers beschrieben hat. Laut deren Aussage hat Amy ihnen gegen 0.45 Uhr gesagt, sie könne ihren Freund nirgends finden und wüsste, wie sie nach Hause kommt. Wir wollten noch in meiner Wohnung weiter feiern. Gorman hat sie charmant dazu überredet, noch mitzukommen. Darum landete sie später in der Brighton Avenue, vielleicht 10 Autominuten entfernt. Doch ist aus der Party nichts mehr geworden. Um 14:45 bittet Amy, wieder zum The Pavilion gefahren zu werden. Sie wollte zurück zu dem Club, um zu sehen, ob sie ihren Freund nicht doch noch findet. In diesem Augenblick kommt Jason Cook von seiner Schicht in einer Bar nach Hause. Als ich die Treppe zu meiner Wohnung rauf bin, gingen Gorman und Amy gerade. Russ Gorman hat mir erzählt, er hätte Jason Cook gesehen, als er dessen Haus in der Brighton Avenue verlassen hat. Ich habe sie gefragt, wo sie hinwollen. Sie hätten schließlich beide getrunken. Gorman sagt aus, er sei direkt zu dem Club gefahren und hätte Amy um 2 dort abgesetzt. Er sagte, vor dem Club seien noch mehrere Leute gewesen. Er hätte Amy dort rausgelassen und sei wieder gefahren. Um diese Geschichte zu überprüfen, durchsuchen die Ermittler das alte Hafenviertel. Wir haben eine Gruppe von Detectives losgeschickt, die sich in den entlegeneren Ecken der Stadt umsehen sollten. Auch Amys Mutter beteiligt sich an der Suche. Wir wussten einfach, dass sie sich nicht nur irgendwo amüsierte. Man sieht sich die Insassen jedes Autos an, das vorüberfährt. Jeden Passanten. Man hält Ausschau nach jemandem mit der richtigen Haarfarbe, Größe, Statur. Man sucht einfach nur. Es gab keinen Tatort und keine Leiche. Wir haben versucht, ein kompliziertes Puzzle zusammenzusetzen, um diese junge Frau zu finden. Inzwischen wird Amy St. Laurent bereits seit mehr als 2 Tagen vermisst. Verzweifelt wenden sich ihre Familie und die Polizei von Portland an die Medien. Diese liebevolle Familie hielt ganz eng zusammen. Es war ein herber Verlust für sie. Ich habe wirklich getan, was ich konnte, um diese Situation für sie zu beenden. Die Ermittler befragen die Familie und durchkämmen Amys Apartment nach möglichen Hinweisen. So erfahren sie auch etwas mehr über Amys Privatleben. Wir haben ihr Tagebuch gefunden und begriffen, was Amy für ein Mensch war. Sie war mitfühlend, selbstlos. Eine wirklich liebe junge Frau.
Man wäre stolz auf so eine Tochter gewesen. Die Ermittler suchen auch nach Hinweisen, die auf Aaron Rodgers deuten und finden heraus, dass er Amy erst 3 Wochen vor ihrem Verschwinden in Florida kennengelernt hat. Er hatte offenbar für sie geschwärmt und wollte sie besuchen. Sie fühlte sich ihm wohl verpflichtet, weil er einen Tag mit ihr verbracht hatte, um ihr das südliche Florida zu zeigen. Sie hatte erwähnt, dass es ihr unangenehm war, dass er bei ihr übernachten wollte. Amys Nachbarin schürt den Verdacht gegen Rodgers noch. Wir haben erfahren, dass er sich am Vorabend noch mit Amy gestritten hatte. Sie hatte ihn abgewiesen und gesagt, du hast mich als Freund, als Bekannter besucht. Da wird nie mehr draus. Krieg das in deinen Schädel. Das wird ihm wohl nicht gepasst haben. Eine Überprüfung von Aaron Rodgers bringt weitere verstörende Informationen ans Licht. Er hatte zuvor eine Beziehung zu einer Frau, die ebenfalls Amy hieß. Keine Ahnung, ob das Zufall war. Ich fand das jedenfalls sehr seltsam. In der Akte stand auch, dass er sie belästigt hatte. Die Ermittler vermuten, dass Rodgers vor dem Pavilion gewartet hat, als Amy dorthin zurückkehrte. Vielleicht ist er im alten Hafen rumspaziert, in der Hoffnung, sie wiederzusehen. Vielleicht war er schon sauer auf sie und wurde dann noch wütender. Möglicherweise ging der Streit im Auto weiter und dann ist alles eskaliert und er hat ihr was angetan. Da die Ermittler wissen, dass Rodgers Portland verlassen will, machen sie umgehend mit ihm einen Lügendetektortest. Er zeigte alle Verhaltensweisen eines Lügners, was Körpersprache und Augenbewegungen angeht. Seine Geschichte ergab keinerlei Sinn. Außerdem hatte er Amys Sachen. Und er war der letzte Mensch, mit dem sie gesehen worden war. Und dann log er uns auch noch an. Da habe ich gesagt, wir haben ihn. Allerdings gibt es keine Beweise für ein Verbrechen. Aus diesem Grund kann die Polizei ihm nichts vorwerfen. Rodgers darf nach Florida zurückkehren. Am Flughafen beschlagnahmen die Ermittler aber noch den Wagen, den er gemietet hatte. Unsere Kriminaltechniker haben sich das Auto vorgeknöpft. Sie suchten nach Blutspuren oder ausgerissenen Haaren. Die Ermittler gehen jenen Samstagabend in der Zwischenzeit nochmal durch. Wir haben nach ungewöhnlich langen Zeiträumen gesucht, die wir uns nicht erklären konnten. Sie fangen mit dem Zeitraum an, in dem Rodgers tanken gewesen sein will. Wir konnten das aufgrund der Aufzeichnung einer Überwachungskamera verifizieren. Dann nehmen sie sich der seltsamen Geschichte um das Mauthäuschen an. Wir haben tatsächlich die Angestellte gefunden, die an diesem Abend mit ihm zu tun hatte. Sie erinnerte sich noch, dass er sehr höflich war und warum er ohne zu bezahlen unbedingt diesen Highway nehmen wollte. So unglaublich es ist, Rodgers Geschichte stimmt. Offenbar hat er Amy tatsächlich aus den Augen verloren und das alte Hafenviertel wirklich ohne sie verlassen. Das hieß aber nicht zwingend, dass er sie nicht im Kofferraum oder auf der Rückbank hatte. Doch das Ergebnis der kriminaltechnischen Überprüfung des Autos schließt diese Möglichkeit aus. Wir haben nichts im Auto gefunden, rein gar nichts. Diese so seltsame Geschichte stimmte tatsächlich. Aaron Rodgers wird als Verdächtiger im Fall der vermissten Amy St. Laurent ausgeschlossen. Die Ermittler müssen wieder bei Null anfangen. Wir hatten die Hoffnung, dass sie irgendwo gefangen gehalten wird. Was, wenn sie friert und sich fragt, warum ihr niemand zu Hilfe kommt? Inzwischen sind seit Amys Verschwinden 3 Tage vergangen. Mit jeder Stunde, die verstreicht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, die junge Frau noch lebend zu finden. Wir haben in South Portland alles abgesucht. Am Tanklager, bei den Öltanks, neben dem Highway.
Wir haben uns aufs Wasser konzentriert. Aufgrund der Nähe zu ihrem Haus, der Nähe zum Club und zum Stadtzentrum. Alle haben nach ihr gesucht. Die ganze Stadt und die gesamte Polizei. Ich denke bei Ermittlungen oft, wer war die Person, mit der sie zuletzt zusammen war? Detective Young sieht sich nun die WG-Bewohner genauer an, in deren Wohnung Amy in der Nacht ihres Verschwindens war. Ich habe beschlossen, nochmal dahin zu gehen und insbesondere mit den Leuten aus dem Haus zu sprechen. Man hat uns nicht als Verdächtige bezeichnet, aber wir wurden abgeholt. Und ich hatte das Gefühl, verdächtig zu sein. Allein das Wissen, als Hauptverdächtiger in dem Fall der aus dem alten Hafenviertel verschwundenen jungen Frau zu gelten, war extrem beängstigend. Detective Young fragt auch nach Russ Gorman, dem Freund, der angeboten hatte, Amy zurück zum Nachtclub zu fahren. Er hatte 4-5 Monate lang immer wieder mal bei mir übernachtet, aber nie längere Zeit. Cook bestätigt Gormans Aussage, wonach der um kurz nach 2 wieder zurück war. Ich wusste noch, dass Gorman 20, 30 Minuten später wieder in meine Wohnung zurückgekehrt ist, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade meiner Tante eine E-Mail schrieb. Wenn das stimmte, dann bedeutete das, dass Gorman sie vermutlich wirklich nur hingebracht und dort rausgelassen hat. Er hätte gar nicht die Zeit gehabt, Amy verschwinden zu lassen. Gorman hat ein wasserdichtes Alibi. Wieder stocken die Ermittlungen. Nach mehr als einer Woche intensiver Suche beschließen die Ermittler, Amys Eltern die schmerzhafte Realität nahezubringen. Ich habe Diane und Dennis St. Laurent zu mir ins Büro gebeten. Tief im Herzen spürte ich, die junge Frau ist tot. Und als ich das aussprach, als ich diese Möglichkeit erwähnte, blickte sie runter und sagte, ich weiß, ich spür's. Ich wusste einfach, dass ich mein Kind nicht lebend wiedersehen würde. Das war ein sehr schwerer Moment. So etwas will man einfach niemandem sagen müssen. Es gab ein Opfer und meine Aufgabe war es, den Schuldigen zu finden und vor Gericht zu bringen. Detective Young weiß, dass er nun wohl in einem Mordfall ermittelt. Wieder fährt er zu der Wohnung, in der Amy zuletzt gesehen wird. Es gibt Leute, die wissen genau, wie man die richtigen Knöpfe drückt. Der Fall nimmt eine völlig neue Wendung, als ein weiterer Mitbewohner von Gorman eine vollkommen andere Geschichte erzählt. David Grazier weiß noch, dass er mit seiner Freundin gegen 3 Uhr morgens nach Hause gekommen ist. Niemand war noch wach. Und Russ Gorman schlief nicht auf der Couch, wie sonst so oft. Er sagte, wir kamen rein, gingen da lang und haben Russ Gorman nicht gesehen. Gegen 4 Uhr morgens ist Grazier ins Bad gegangen und fand dort Russ Gorman. Grazier hat ihn wach und voll bekleidet im Bad getroffen. Gorman hatte noch Schuhe an. Er wusch sich gerade. Gormans Aussage, er sei um 2 nach Hause gekommen und dort auch geblieben, klingt nun höchst verdächtig. Bei seiner Überprüfung offenbart sich noch mehr Verdächtiges. Er war vorbestraft und galt als Verdächtiger in mehreren Diebstahlsfällen in der Gegend. Außerdem lag in Troy, Alabama und in Florida was gegen ihn vor. Und er war auf Bewährung. Die Wohnung in der Brighton Avenue ist vielleicht ein Tatort. Die Polizei kam ins Haus und suchte in meiner Wohnung nach Blutspuren.
Die Ermittler glauben, dass Cook lügt, um einen Freund zu schützen. Ich glaube, die Tatsache, dass Amy St. Laurent zuletzt in seiner Wohnung war, dass sie mit einem seiner Freunde zuletzt gesehen wurde, einem Freund, den er bei sich hatte übernachten lassen, selbst nach ihrem Verschwinden noch, das hat ihn beunruhigt. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wusste er nicht, was wirklich passiert war. Er wollte Gorman glauben, aber er spürte, dass da was im Argen lag. Danny Young holt Detective Scott Heracles von der Staatspolizei Maine dazu, um die Wahrheit aus den neuen Verdächtigen herauszubekommen. Ich sollte Jason mit Danny besuchen und mit ihm nochmal alles schön langsam durchgehen, um zu sehen, ob er bei seiner Geschichte bleibt. Die Ermittler können keinen Beweis dafür finden, dass Jason Cook tatsächlich um 2 Uhr morgens eine E-Mail an seine Tante geschrieben hat, als Gorman angeblich zurückkehrte. Unter Druck macht Cook ein überraschendes Geständnis. Ich habe zuerst nicht die Wahrheit gesagt. Er berichtet von einer Unterhaltung, die er am Morgen nach Amys Verschwinden mit Gorman geführt hat. Gorman sagte zu ihm: Jason, du weißt doch, dass ich nach 15 Minuten wieder da war, oder? Er hat mich dazu gebracht, zu lügen. Was ich gesagt hatte, stimmte nicht. Ich wollte Gorman schützen, weil ich an seine Unschuld glaubte. Cook und Sharma sind nun bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Sie beschreiben Gorman als Weiberheld. Er wollte jeden Abend eine andere aufreißen. Für Gorman war eine Frau bloß ein Stück Fleisch. Meiner Meinung nach war er kein Typ für Beziehungen. Die Polizei konnte einige der Frauen ausfindig machen. Manche beschrieben ihn als unglaublich gewaltsam, weshalb sie sich nicht gewehrt hatten. Andere meinten, sie hätten sich wie unter Drogen gesetzt gefühlt. Hat Gorman Amy an jenem Abend etwas in ihren Drink getan? Das wissen seine Mitbewohner nicht. Doch sie glauben, dass Amy sich von ihm bedrängt fühlte. Sie hat sich nicht wohlgefühlt, weil Russ versucht hatte, sie zum Sex zu überreden. In meinen Augen war der Typ sexversessen. Russ Gorman ist gewalttätig, bedrohlich, triebhaft und verlogen. Er wird zum Hauptverdächtigen. Hatte er sie irgendwo verscharrt? Hatte er sie im Wald versteckt oder ins Wasser geworfen? Wir mussten sie finden. Die Polizei bringt ihn zum erneuten Verhör aufs Revier. Ich musste ihn dazu bringen, mir zu sagen, was er in jener Nacht getan hatte. Ich wollte wissen, wo ich ansetzen kann. Gorman beharrt darauf. Er will, als er Amy um 2 Uhr vor dem Pavilion abgesetzt hat, Leute dort herumlaufen gesehen haben. Aber das passt nicht. Die Türsteher dieses Clubs haben streng darauf geachtet, dass die Gäste auch wirklich gehen, wenn das Lokal schließt. Gegen 1:45 waren alle weg. Doch Gorman bleibt. Für ihn war das wohl eine Art Spiel. Ich habe ihn um sein Einverständnis gebeten, sein Auto untersuchen zu dürfen. Er war dagegen. Er meinte, er hätte noch zu tun und bräuchte den Wagen. Young lässt sich sofort eine richterliche Anordnung ausstellen. Wir wussten bereits, dass er Amy gefahren hatte. Ihre Fingerabdrücke im Auto würden uns nicht weiterbringen. Wenn wir aber Blutspuren oder ausgerissene Haare finden würden, sähe die Sache schon anders aus. Doch finden die Kriminaltechniker nichts. Der Wagen war blitzsauber. Dann fanden wir heraus, dass er sich den Wagen vorgenommen hatte. Er hatte ihn gereinigt und geschrubbt, was uns zu der Annahme führte, dass in dem Auto etwas vorgefallen war. Die Ermittler finden auch heraus, welches Verhältnis Gorman zu seiner Mutter Tammy Westbrook hat. Seinen Worten nach war sie irre und aggressiv.
Er hatte definitiv schwerwiegende Probleme mit seiner Mutter. Gorman war ihr gegenüber mehrfach gewalttätig geworden und hatte sie bedroht. Hatte diese gestörte Beziehung ihn zu einem Mörder werden lassen? Als man sie zu ihrem Sohn befragen will, weigert sich Tammy Westbrook zu antworten. Ich hatte immer das Gefühl, die weiß genau, was passiert ist. Sie hat mich immer wieder gebeten, ihr keine weiteren Fragen zu stellen. Er sei ihr Sohn und mehr könne sie nicht sagen. Ich war extrem frustriert und sauer auf sie, weil sie nicht helfen wollte. Ohne Amy hat die Polizei aber keine konkreten Beweise. Sie muss Amy finden, lebendig oder tot. Und allein das hat uns täglich motiviert, überhaupt zur Arbeit zu gehen. Die Ermittler wenden eine andere Taktik an. Vielleicht führt Gorman sie selbst zu Amy. Wir haben ein Überwachungsgerät unter Gormans Auto angebracht. Damit konnten wir die Bewegungen dieses Wagens verfolgen. Die Ermittler bitten Gormans Freund Kush Sharma, ihn anzurufen. Er erzählte Gorman, dass die Polizei Amy gefunden hat. Wir dachten, das wäre unsere Chance. Gorman würde zu seinem Wagen rennen und dorthin fahren. So würden wir erfahren, wo sie ist. Doch der Verdächtige lässt sich nicht ködern. Die Ermittler warten die ganze Nacht vergeblich. Gorman hat das Haus nicht verlassen. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, lässt die Polizei bei der Presse durchsickern, dass Gorman verdächtigt wird. Es wurde bekannt, dass er der Letzte war, der das verschwundene Mädchen lebend gesehen hatte. Er wurde nun in Portland gemieden. Die Leute am alten Hafen halten zusammen. Er musste sich nun anderweitig umsehen, mit anderen Menschen umgeben, in anderen lokalen Billard spielen. Er wollte sich nicht mit den Menschen im alten Hafenviertel auseinandersetzen. Gorman schweigt weiterhin eisern. Und es tauchen auch keine handfesten Beweise gegen ihn auf. Wenn wir nicht einen Zahn zulegen würden, würde der Winter einbrechen und er würde damit davonkommen. Ende November liegt Amys Verschwinden bereits 4 Wochen zurück. Wenn Russ Gorman Amys Mörder ist, hat er seine Spuren gut verwischt. Doch fordert der Druck, verdächtig zu sein, seinen Tribut. Gorman verlässt die Stadt, um bei Freunden in Alabama unterzukommen. Wir dachten, das sei gut und dass Leute, die sich hier vor ihm fürchteten, jetzt aussagen würden. Gormans Mutter Tammy Westbrook schweigt jedoch weiter. Dann aber liefert ihr Freund Rick einen wertvollen Hinweis. Ich habe beiläufig gefragt, hat er sich mal eine Schaufel geliehen? Und da sagte Rick, ja, erst kürzlich. Er wollte einem Freund helfen, einen Zaun aufzustellen. Aber wir wussten von seinen Freunden und Bekannten, dass Gorman ein fauler Typ war, der niemals eine Schaufel in die Hand nehmen würde. Wenn Gorman sich die Schaufel geliehen hat, um Amy zu vergraben, müssen die Ermittler unbedingt ihr Grab finden. Die Zeit arbeitet gegen sie. Der Winter war im Anmarsch und danach würden wir kaum noch die Chance haben, sie zu finden. Pat Dorian vom Forstamt soll eine groß angelegte Suche organisieren. Ich habe schon oft nach vermissten Menschen gesucht. Dafür haben wir in Maine ein eigenes Team. Wir sprechen mit den Detectives, um so viel wie möglich zu erfahren. Worum es geht, um welchen Zeitraum, was ist über den Verdächtigen bekannt und was über das Opfer. Dorian gibt die Informationen über Russ Gorman in ein spezielles Kartenprogramm ein. Wo er gearbeitet und wo er sich sonst aufgehalten hat. Und auch Amys Wohnort.
Dann lässt er die Entfernungen berechnen, die Gorman zurückgelegt haben kann. Zwischen 2:15, als er mit Amy fortging, und 4:00 morgens, als Grazier ihn im Bad getroffen hat. Es gibt 17 Gebiete, in denen er die Leiche abgelegt haben könnte. Allerdings hat die Polizei nicht die Zeit, alle zu überprüfen. Es war ein riesiges Gebiet. Als letzten Versuch, das Gebiet einzugrenzen, lässt Detective Young Gormans Wagen suchen. Wir haben eine Suchanfrage über das NCIC laufen lassen. Das ist die zentrale Verbrecherdatenbank der USA. Sobald man in eine Polizeikontrolle gerät oder das Kennzeichen gesucht wird, erscheint das im System. Das Ergebnis ist verblüffend. Ich konnte es nicht glauben. Ich musste das Datum zweimal checken. Russ Gorman war in der Nacht von Amys Verschwinden um 3:15 Uhr von der Polizei Westport angehalten worden, weil sein Scheinwerfer nicht funktionierte. Ich sagte, schaut euch die Uhrzeit an, das war's. Eine extrem wichtige Information, die Gormans gesamte Geschichte in sich zusammenfallen ließ. Damit schrumpft das Zeitfenster, das Gorman für den Mord zur Verfügung hatte, auf nur noch 90 Minuten. Auch das abzusuchende Gebiet ist dadurch wesentlich kleiner. Amys Wohnort fiel weg und auch ein Großteil der Gebiete an der Interstate, die wir hätten durchkämmen müssen. Schließlich haben wir den möglichen Fundort auf ein Gebiet in einem Umkreis von 8 Kilometern eingegrenzt. Am Sonntag, den 8. Dezember, 7 Wochen nach Amys Verschwinden, beteiligten sich mehr als 100 Menschen an der Suche nach ihr. Und die gingen das Gebiet ab, alle nebeneinander in derselben Richtung, mit GPS und Kompass. Es wird bald schneien. Wenn sie sie heute nicht finden, wird sie nie wieder auftauchen. Wir hatten schon fast keine Hoffnung mehr. Wir haben nicht daran geglaubt, sie noch zu finden. Um 13.30 Uhr spürt einer der Suchenden den Boden unter sich nachgeben. Es sah aus, als sei kürzlich dort gegraben worden. Er sah etwas, das wie Spuren eines Spatens aussah. Da hat er dann die Hundeführer verständigt. Als der Leichenspürhund am Grab anschlug, machte Danny Young eine Testgrabung. Ich habe etwa 40 Zentimeter tief gegraben und spürte da etwas. Ich wusste, das ist ein Teil von einem grauen Sweatshirt. Wir wussten, dass sie das in jener Nacht angehabt hatte. Letzten Endes hat er die Leiche der armen Amy St. Laurent in ihrem Grab berührt. Wir hatten uns solche Sorgen gemacht, dass wir sie vielleicht nie finden würden. Es war kaum zu glauben, wie es dann gelaufen ist. Selbst nach all der Zeit läuft es mir noch kalt den Rücken runter. Da sich das Wetter verschlechtert, muss die Leiche schnell exhumiert werden. Chefpathologin Margaret Greenwald ist vor Ort. Wir haben das Erdreich etwa 20 cm tief abgetragen und stießen auf ein großes Holzbrett. Direkt darunter lag die Leiche in etwa 60 cm Tiefe. Einerseits war ich sehr froh. Andererseits wusste ich, ich muss Diane nun mitteilen, dass ihre Tochter im Wald vergraben wurde. Es platzte aus mir raus. Wir haben sie gefunden. Sie wurde begraben. Ich weiß noch nicht, wie sie getötet wurde, aber wir haben sie. Sie kommt nach Hause. Da waren die Trauer und der Schmerz darüber, dass man sie nicht lebend gefunden hatte. Aber ich empfand auch Erleichterung darüber, dass wir jetzt nicht mehr in der Ungewissheit leben müssten, wo sie nur war.
Und noch während wir Amys Leiche freilegten, fiel der erste Schnee. Da hatten wir das Gefühl, wir werden diesen Fall zu einem Abschluss bringen. Die Ermittler hoffen, dass Amys Fundort die dringend benötigten Hinweise auf ihren Mörder liefert. Es gab Anzeichen auf stumpfe Gewalteinwirkungen im Gesicht und am Mund. Auf der linken Seite des Schädels befand sich eine runde Bruchstelle, wie sie für eine Schussverletzung typisch ist. Angesichts der Insekten, die wir an der Leiche fanden, war klar, dass sie eine Zeit lang im Freien gelegen hatte, ehe sie vergraben wurde. Die zum Teil entkleidete Leiche deutet auf einen sexuellen Übergriff. Die Ermittler finden jedoch keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Russ Gorman in die Tat verwickelt war. Wir konnten keine DNA sicherstellen. Wir hatten die Mordwaffe nicht. Und eine Menge Beweise waren aufgrund von Zersetzung oder anderer Faktoren verloren gegangen. Die Polizei wird mit einer erschütternden Wahrheit konfrontiert. Vielleicht wird sie Amys Mörder nie kriegen. Dann aber bricht Tammy Westbrook, die Mutter des Verdächtigen, doch noch ihr Schweigen. Sie erzählt, dass ihr Sohn sie gerade aus Alabama angerufen hat. Ihre Aussage ist erschütternd. Er hat ihr gestanden, was er getan hatte. Er sagte, ich habe sie erschossen. Ich habe ihr in den Kopf geschossen. Nur der Täter und die Gerichtsmediziner konnten wissen, dass ihr in den Kopf geschossen worden war. Darum wussten wir, er war's. Die Polizei von Alabama fährt zu Gorman, der sich allerdings erst nach 5,5 Stunden ergibt. Er hatte sich im Haus verbarrikadiert und sich 2 Waffen an den Kopf gesetzt. Das volle Programm. Wir dachten erst, er bringt sich um. Hatte aber nicht. Letzten Endes tauschten sie mit ihm eine Zigarette und ein Stück Pizza oder so gegen die Waffen und dann haben sie ihn festgenommen. Heracles und Young fahren zu einem letzten Verhör in Richtung Süden, in der Hoffnung auf ein Geständnis oder eine erneute Falschaussage. Er hat wieder gesagt, ich habe sie abgesetzt, bin zurück nach Hause, das war's. Heracles erzählt Gorman, er wüsste von dem Vorfall mit dem Scheinwerfer und erwischt ihn damit eiskalt. Da wollte er dann einen Anwalt und nicht mehr mit uns sprechen. Die Polizei bereitet den Fall für die Staatsanwaltschaft vor. Tammy Westbrook bezeugt vor einem geschworenen Gericht das Geständnis ihres Sohnes am Telefon. Okay, Mom, I did it. Is this truly Mel's first nightmare? Die Ermittler glauben nun zu wissen, was am Abend des 20. Oktober 2001 passiert ist. Amy wollte einen unbeschwerten Abend genießen. Sie konnte nicht wissen, dass der charmante Russ Gorman in Wirklichkeit ein echtes Raubtier war. Bestimmt hat sie erst gezögert, mit Gorman mitzufahren. Aber er hat sie dazu überredet. Sie war verzweifelt und brauchte eine Fahrgelegenheit. Gorman hat sie nicht zum Club zurückgebracht. Wenn er sie wirklich fahren wollte, hatte das auch seinen Preis. Er wollte sich an sie ranmachen. Aber er hatte sich die Falsche ausgesucht. Sie wehrte sich. Er schlug ihr ins Gesicht. Das beweisen die Knochenbrüche und ein abgebrochener Zahn. Vielleicht stand sie auch unter Liquid Ecstasy oder Rohypnol. Diese K.O.-Tropfen, die bei Vergewaltigungen zum Einsatz kommen. Dann hat er sie mit vorgehaltener Waffe auf vertrautes Terrain gebracht, in die Nähe des Hauses seiner Mutter. Und versucht, sich an ihr zu vergehen. Er hat es nicht geschafft, ihr die Unterwäsche auszuziehen. So hat sie sich gewehrt. Da ist ihm wohl die Sicherung durchgebrannt. Und er hat sie erschossen.
Gorman hatte Amy St. Laurent umgebracht, kurz bevor ihn die Streife angehalten hat. Am nächsten Tag hat er sich die Schaufel ausgeliehen, ist zurückgefahren und hat sie vergraben. Der Grund, warum er das Haus nicht verlassen hat, als sein Freund anrief, um zu sagen, dass Amy gefunden wurde, war die Lage des Tatorts. Er brauchte nur aus dem Fenster zu sehen, um zu wissen, dass da keine Polizei war. Gorman wird überführt. Anhand seiner Lügen und weil er Amy so hastig verscharrt hat. Als der Fall jedoch ein Jahr später vor Gericht kommt, scheint sein Schicksal alles andere als besiegelt. Es war ein Indizienprozess. Wir hatten keinen DNA-Beweis und auch die Mordwaffe nicht. Darum war die Aussage von Jeffrey Gormans Mutter, Tammy Westbrook, so wichtig. Im Zeugenstand droht Westbrook, den Prozess zu Fall zu bringen. Angeblich habe sie keinerlei Erinnerung mehr an das telefonische Geständnis ihres Sohnes, das sie doch erst vor wenigen Monaten vor einem geschworenen Gericht bezeugt hatte. Sie meinte, sich an gar nichts mehr zu erinnern. Ich habe gesagt, sie hat das unter Eid ausgesagt. Ich habe das auf Band. Es wird die Anweisung erteilt, die Aufzeichnung ihrer ersten Aussage unter Eid vor Gericht abzuspielen. Russ Gorman wird des Mordes schuldig gesprochen. Die Familie von Amy St. Laurent war im Saal. Man hörte Menschen nach Luft schnappen, aber auch vor Erleichterung weinen. Gorman hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Russ Gorman wird zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird nie wieder jemandem Schaden zufügen können. Wir haben den Fall als Team gelöst und für die Familie zu einem Abschluss gebracht. Ich nehme an, Sie haben begriffen, was für ein Mensch sie war. Diane Jenkins hat die Amy St. Laurent Stiftung gegründet, die der Prävention von Gewalt gegen Frauen und Kinder dient. In der Nähe ihres Zuhauses steht nun eine Gedenkstätte zu Ehren von Amy. Man kann sein Bestes geben, um die eigenen Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen. Aber man hat eben keine Kontrolle über die anderen. Jemand hat ihn absichtlich getötet. Es war eine Hinrichtung. Ohne Gnade. Ein brutaler Mord. Der letzte der fünf Messerstiche traf ihn in den Hals. Ein dunkles Geheimnis mit zahllosen Verdächtigen. Die Lebensversicherung betrug über 15 Millionen US-Dollar. Das ist ein Motiv. Er war ein berüchtigter Betrüger. Jeder in der Familie war kriminell. Die Motivation? 42 Millionen US-Dollar. Und jeder wollte ihn tot sehen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Das war ein Jahrhundertfall für jeden Ermittler. Gemeinden in Nordamerika. Es ist der Inbegriff von Luxus. Ein großes Anwesen neben dem nächsten. Nur Multimillionäre können es sich leisten, dort zu leben. Vom Wirtschaftsmagnaten bis zum Promi. Und Reichtum zieht Verbrechen an. Andrew Kissel wurde von den Umzugshelfern entdeckt. Sie hatten das ganze Wochenende über gearbeitet und kehrten am Montagmorgen zurück. Sie klopften an der Tür, aber niemand machte auf. Dann stellten sie fest, dass nicht abgeschlossen war.
Einer der Helfer ging in den Keller, um etwas zu holen. Da entdeckte er Andrews Leiche. Er ging hoch und erzählte es den anderen. Sie riefen ihren Chef an und der sagte, dass sie die Polizei rufen sollten. Wir hörten es über Funk und ich sagte, Pierre, such die Adresse, was er tat. Sein Blick sagte mir, das wird ein interessanter Fall. Andrew Kissel war ein erfolgreicher Bauunternehmer, der einen verschwenderischen Lebensstil führte. Er hatte ein herrschaftliches Anwesen in Greenwich gemietet, besaß eine Yacht und feierte Partys. Tolles Leben, tolles Haus, Frau, Kinder, Erfolg, Geld. Er genoss das Leben und spielte sich gerne wie der große Zampano auf, der die Spendierhosen anhatte. Die Mordermittler Terry McHugh, Pasquale Iorfino und Pierangelo Corticelli treffen am Tatort ein. Überall war Blut. Der letzte der fünf Messerstiche traf ihn in den Hals. Jemanden zu erstechen ist furchtbar. Monster tun so etwas. Er war gefesselt und geknebelt. Keine Gnade. Er muss geschrien haben. Das Messer wurde an der Hose des Opfers abgewischt und mitgenommen. Das professionelle Vorgehen eines Auftragsmörders. Aus Erfahrung weißt du, dass es kein zufälliges Verbrechen war, sondern eine Exekution, etwas Persönliches. Daran gab es keinen Zweifel. Um den Fall zu lösen, müssen die Ermittler alles rekonstruieren, was in den letzten 24 Stunden von Andrew Kissels Leben passiert ist. Zunächst gilt es, den Todeszeitpunkt festzustellen. Die Position der Leiche und der Zustand des Blutes sind erste Hinweise. Der Gerichtsmediziner konnte den Todeszeitpunkt genauer bestimmen. Andrew Kissel wurde am Sonntag getötet. Wahrscheinlich am Abend. Eine erste Skizze der Ereignisse entsteht. Es gab keine Einbruchsspuren. Niemand hat sich gewaltsam Zutritt verschafft. Er hat den Mörder ins Haus gelassen. Für mich stellten sich drei Fragen. Warum war er allein zu Hause? Wie lang war er allein zu Hause? Und wer wusste, dass er allein zu Hause war? Wir mussten von jedem, der Andrew nahe stand, wissen, wo er war, bevor die Leiche gefunden wurde. Man muss Opferforschung betreiben. Es geht darum, das Opfer kennenzulernen. Aber man rekonstruiert nicht nur die letzten Stunden des Ermordeten, sondern auch die all derjenigen, die mit der Tat noch in Zusammenhang stehen. Die Ermittler kontaktieren Andrews nächste Verwandte. Haley Kissel war seine Frau. Sehr intelligent, gebildet. Sie verdiente selbst sehr viel Geld. Einer der Ermittler sagte ihr, man habe eine Leiche im Keller gefunden. Sie sagte sofort, ist wahrscheinlich Andrew. Sie zeigte keine Gefühle. Die meisten reagieren sehr emotional und wollen die Leiche sehen. Sie nicht. Sie trauerte nicht, weinte nicht. Keine Träne floss. Niemand hätte vermutet, dass ihr Mann gestorben war. Sie behauptete, sie habe ihn am Samstag gesehen und beim Umzug geholfen. Danach habe sie das Haus verlassen. Er war am Sonntag allein zu Hause und wurde Montagmorgen tot aufgefunden.
Das erschien uns merkwürdig. Alle hauen ab und der, der zurückbleibt, wird ermordet? Warum hatte Haley es so eilig, mit den Kindern zu verschwinden? Sie sagte, dass sie sich von Andrew trennen wollte und eine neue Bleibe für sich und die Kinder gesucht habe. Die Trennung war aber nicht der eigentliche Grund für den Umzug. Andrew und Haley konnten die Miete nicht mehr zahlen. Das Anwesen kostete monatlich 10.000 US-Dollar. Ihnen drohte eine Zwangsräumung. Deswegen stand der Umzug an. Andrew ging das Geld aus und seine Lage war schlecht. Er nahm Kokain, trank, wurde ausfallend. Sie kannte seine Eskapaden. Sie hatte ihn immer wieder mit Prostituierten erwischt. Er hatte sie ein ums andere Mal in Verlegenheit gebracht. Sie war aufgebracht. Ihr Leben ging in die Brüche und sie war extrem wütend. Ihre Aussagen wecken das Interesse der Ermittler. Am Samstag hatten die beiden einen lauten Streit. Es ging um Geld. Sie stritten sich vor den Umzugshelfern und allen anderen. Sie erwähnte außerdem eine Lebensversicherung über 15 Millionen Dollar. Das ist ein Motiv. Eine große Sache. Wir wollten mehr darüber wissen. Sie meinte, sie sei nicht begünstigt. Ich fragte, wer dann? Sie sagte, die Kinder. Nach 2 Stunden erhielt sie einen Anruf von ihrem Anwalt. Er sagte zu uns, sie dürfen nicht mehr mit meiner Mandantin sprechen. Wir hatten keinen Kontakt mehr mit ihr. Es war natürlich merkwürdig, dass die Witwe des Mordopfers ihren Anwalt fragte, ob sie eine Aussage machen solle. Unser Interesse war geweckt. Wir wandten uns an die Versicherungsgesellschaft. Ich sah mir die Police an. Daraus ging hervor, dass die Kinder erst nach dem Ableben der Mutter bezugsberechtigt waren. Die eigentliche Nutznießerin war also Haley. Da läuteten bei uns die Alarmglocken. Für die Ermittler steht Andrew Kissels Frau Haley nach diesen Erkenntnissen im Zentrum des Interesses. Sie hatte schwere Zeiten mit ihm durchgemacht. Er hat auf ihre Kosten gelebt. Der Fall weist erstaunliche Parallelen zu einem anderen Verbrechen in Andrews Familie auf. Sein Bruder war einige Jahre zuvor ermordet worden. Nachdem er von der Arbeit nach Hause gekommen war, hatte ihm seine Frau einen Milchshake mit einem Betäubungsmittel gemacht und ihn anschließend erschlagen. Die Leiche hat sie in einen Teppich gewickelt und versteckt. Das war eine große Geschichte. Und jetzt kam Andrew dazu. 2 Brüder, die ermordet wurden. Jeder wollte wissen, ob Haley damit etwas zu tun hatte. Die Antwort auf diese Frage ist schnell gefunden. Sie war bei Freunden, nicht weit weg. Die Familie bestätigte, dass sie den ganzen Tag dort war. Sie hatte ein Alibi für den Tag, an dem Andrew ermordet wurde. Wir konnten rekonstruieren, wo sie sich aufgehalten hatte. Sie war definitiv nicht am Tatort gewesen. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf Andrews Geschäfte. Das FBI ermittelte gegen Andrew Kissel wegen einer Betrugsmasche. Sein Immobilienunternehmen kaufte millionenteure Grundstücke. Er nahm eine Hypothek auf und fälschte dann Dokumente, aus denen hervorging, dass die Hypothek abbezahlt wäre. Danach belieh er dasselbe Grundstück wieder mit 3 oder 4 Millionen.
Das hatte er 9-mal gemacht. Das war nur eine seiner kriminellen Machenschaften. Er hat zahlreiche Gebäude in New Jersey mit dem Geld von Investoren gekauft. Darunter waren auch Familienmitglieder. Er verkaufte Gebäude, ohne die Investoren zu informieren. Und behielt das Geld. Er hätte den Investoren eigentlich eine Dividende zahlen müssen. Man hat ihn mal als Mini-Madoff bezeichnet. Auf diese Weise hat er 42 Millionen Dollar geklaut. Darin war er gut. Dann entdeckte jemand die gefälschten Dokumente und das FBI verhaftete ihn. Ihm wurden mehrere Verbrechen zur Last gelegt. Am 6. April sollte er vor einem Bundesgericht erscheinen. Ihm drohten 8 bis 10 Jahre Haft. Er hatte zahlreiche Personen betrogen. Damit wuchs der Kreis der Verdächtigen erheblich. Und jeder musste nacheinander überprüft werden. Die Motivation? 42 Millionen US-Dollar und jeder wollte ihn tot sehen. Vom FBI erhielten wir die lange Liste der Geschädigten. Wir befragten alle, die Geld verloren hatten und zu denen er ein schlechtes Verhältnis hatte. Bei den Geschädigten mit den größten Verlusten handelte es sich um Versicherungen und Banken, die versichert waren. Die anderen waren meist ältere, wohlhabende Personen, denen man keinen Mord zutraute. Haleys Eltern standen auch auf der Liste. Es waren freundliche Menschen. Wenn die betrogen werden, erheben sie eine Zivilklage. Aber sie fallen nicht mit dem Messer über denjenigen her, der sie betrogen hat. Es gibt ein weiteres Kriterium, das den Kreis der Verdächtigen erheblich einschränkt. So gut wie niemand der Geschädigten wusste, dass er allein zu Hause war. Wir mussten im nächsten Bekanntenkreis suchen. Sie konzentrieren sich auf Personen, die über Andrews Situation kurz vor der Tatzeit Bescheid wussten. Wir stießen auf den Namen Carlos Trujillo. Er war Andrews rechte Hand. Man könnte auch sagen, sein Mädchen für alles, sowohl im privaten wie auch im Geschäftsleben. Er war sein Fahrer, auch für die Kinder. Er erledigte viele Aufgaben, eigentlich alles, was anfiel. Carlos war der Einzige, der Andrew Kissel noch geblieben war. Er war fast so etwas wie ein Freund, weil alle ihn verlassen hatten. In einer Befragung gibt Carlos zu, Andrew wenige Stunden vor dem Mord gesehen zu haben. Carlos sagte, er hätte mit Andrew vereinbart, 3 Möbelstücke aus dem Haus abzuholen. Das wollte er am Sonntag erledigen. Er fuhr also hin und blieb etwa eine halbe Stunde. Andrew war da und sie unterhielten sich. Andrew habe schottischen Whisky getrunken, sein Lieblingsgetränk. Er sei in guter Verfassung gewesen. Er habe sich wegen der drohenden Haft Gedanken gemacht, aber sonst sei alles in Ordnung gewesen. Danach sei Carlos nach Bridgeport zurückgefahren. Carlos sagte, er sei um 18 Uhr gegangen. Die Umzugshelfer kamen am Morgen des nächsten Tages. Er musste nach unseren Erkenntnissen der Letzte gewesen sein, der Andrew lebend gesehen hatte. Eine wichtige Information.
Es ist immer sehr wichtig, die letzte Person befragen zu können, die ein Opfer lebend gesehen hat. So kann man herausfinden, in welcher Verfassung das Opfer war. Ob es Angst hatte, was es der Person gesagt hat, einfach, ob etwas auffällig war. Er sagte immer wieder, er habe Andrew als Freund geliebt. Es war schon fast ein bisschen zu viel des Guten, so sehr, wie er betonte, Andrew zu bewundern. Aber er wiederholte immer wieder, ich muss jetzt los. Wir ließen ihn also gehen. Wir sahen uns an. Er mag den Typen also. Was würdest du tun, wenn es um mich ginge? Du würdest, so gut es geht, helfen wollen. Er hat uns also was vorgemacht. Aber warum? Wir haben nachgeforscht und herausgefunden, dass Andrew Carlos wie einen Laufburschen behandelte. Einmal rief er ihn an seinem freien Tag an. Er solle sofort herkommen. Er verließ also seine Familie, fuhr 30, 40 Minuten nach Greenwich und Andrew wollte nur, dass er ihm etwas zu essen holte. Diese Form der Missachtung passte nicht zu Carlos' Darstellung, dass er ein tolles Verhältnis zu Andrew gehabt habe und dass dieser für ihn eine Vaterfigur gewesen sei. Sehr merkwürdig. Das passte alles nicht zusammen. Er gab keinen Sinn. Das war ein Problem. Nach der ersten Befragung von Carlos Trujillo bleiben die Ermittler mit mehr Fragen als Antworten zurück. Eine Woche später befragten wir ihn nochmal. Diesmal erzählte er eine sehr detaillierte Geschichte. Er sei nach Bridgeport gefahren, aber nicht direkt. Nachdem er Andrew gegen 18 Uhr verlassen habe, sei er zunächst nach Queens gefahren. Er sei in einer Bar gewesen und habe die Nacht durchgetanzt. Der Laden war rappelvoll. Und was haben Sie da gemacht? Hab was getrunken und bin gegangen. Er sagte, er sei gegen 1 Uhr morgens nach Hause gefahren. Er habe in einem Restaurant für seine Freundin etwas zu essen gekauft. Das war seine Begründung, warum er zum Todeszeitpunkt nicht am Tatort gewesen sein konnte. Wir durchsuchten sein Haus und seinen Wagen, fanden aber nichts Sachdienliches. Und dass er nach Queens gefahren sei, machte ihn aus unserer Sicht nicht verdächtig. Die Ermittler haben zudem die Möglichkeit, Trujillos Angaben zu überprüfen. AC-Pass ist ein System, mit dem Mautgebühren automatisch erhoben werden. Sie müssen also nicht mehr an der Mautstation anhalten. Das System registriert das Fahrzeug an der Station. An manchen werden die Fahrzeuge auch fotografiert. Wir konnten die Daten auswerten und bestätigen, dass er wie behauptet über die Bronx-Whitestone Bridge gefahren war. Einen entsprechenden Eintrag für die Rückfahrt gab es aber nicht. Wir haben ihn damit konfrontiert und er sagte, das System habe nicht funktioniert und er habe an der Station in Bar bezahlt. Wir wollten den Zeitablauf präzise rekonstruieren. Von dem Moment an, als er das Haus verließ, nach Queens fuhr und zurück nach Bridgeport. Wir wollten gründlich sein. Das war ein Jahrhundertfall für jeden Ermittler. Gründlichkeit hat ihren Preis. Die Ermittler müssen die stundenlangen Aufzeichnungen der Überwachungskameras sichten. Pierre war der Neue im Team. Wie immer übernahm auch diesmal der Neue die Drecksarbeit.
Damals waren es noch VHS-Kassetten. Ich saß also mit einer Kiste voller Bänder von der Verkehrspolizei in einem kleinen Sichtraum. Sie müssen die Augen wehgetan haben vom pausenlosen Hingucken. Während die Auswertung der Kamerabilder andauert, überprüfen Corticellis Kollegen einen weiteren Verdächtigen, Eric Boxerman. Er war Andrews Freund und arbeitet ebenfalls im Immobiliengeschäft. Er hatte Bauprojekte finanziert und gehörte zu den gehobeneren Kreisen. Man konnte ihn auf jedem Zeitungsfoto von Veranstaltungen in Greenwich sehen. Bei der Befragung zeigt sich Borgsamen kooperationsbereit. Er verzichtete auf einen Anwalt. Sonntagmorgen gegen 11 Uhr besuchte er Andrew Kissel. Er war allein zu Hause und betrunken. Den Ermittlern sagte er, dass Andrew regungslos auf einer Couch gelegen habe. Daran sieht man, in was für einer Verfassung Andrew war. Die Ermittler wollen wissen, wo sich Eric zur Tatzeit aufgehalten hat. Er sagte, er sei zu Hause gewesen, direkt um die Ecke. Wir fragten ihn, ob er jemanden gesehen oder mit jemandem gesprochen habe. Er erwähnte eine Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, mehr nicht. Damit blieb eine Unklarheit zurück. Jeder, der mit dem Verstorbenen am Todestag in Kontakt stand, ist prinzipiell verdächtig. Denn er hätte die Möglichkeit gehabt, denjenigen zu töten. Weil Eric Boxerman kein Alibi hat, untersuchen die Ermittler sein Verhältnis zu den Kissels. Mit Haley war er mehr als nur befreundet. Während Andrews Ehe in die Brüche ging, trat Eric an seine Stelle. Er hatte den Verstorbenen unmittelbar vor seinem Tod gesehen und eine Affäre mit dessen Frau. Er war der Hauptverdächtige. Eine solche Dreiecksbeziehung ist eine unberechenbare Konstellation. Jeder geht auf unterschiedliche Weise damit um. Der eine weint, der andere wird zum Mörder. Während sich die Ermittler mit der Affäre beschäftigen, erschüttert ein Gerücht die Aufklärung des Falls. In den Nachrichten hieß es, Andrew habe Selbstmord begangen, weil seine Kinder von der Lebensversicherung profitieren sollten. Die Medien spekulierten, er habe die Ermordung nur vorgetäuscht. Aber warum sollte das auf so eine langsame, schmerzhafte Weise geschehen sein? Im Keller, gefesselt, mit mehrfachen Stichverletzungen. Er hätte es anders machen können. Aufgrund unserer Opferforschung wussten wir, dass sich Andrew Kissel nur für sich selbst interessierte. Er war ein klassischer Narzisst. Die Vorstellung eines inszenierten Selbstmordes war einfach nur verrückt. News 12 berichtete darüber als erstes. Sie bezogen sich auf eine anonyme Quelle. Pat und Terry konnten die Telefonnummer herausfinden, unter der diese Quelle beim Sender angerufen hatte. Die Mobilfunknummer gehört Eric Boxerman. Wollte er mit diesem Gerücht Haley, seine Geliebte, schützen? Gab es ein anderes Motiv? Wir wussten es nicht. Wir interessierten uns sehr für ihn. Mehr noch, Eric Boxerman steht jetzt im Zentrum der Ermittlungen. Es war sehr verdächtig, dass seine Handynummer mit dem Gerücht verknüpft war, Andrew habe seine Ermordung inszeniert.
die Ermittler überlegen, welches Interesse Boxerman mit dieser Geschichte verfolgen könnte. Er war Millionär. Ihm gehörte ein 13 Millionen Dollar teures Anwesen. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber er hatte eine Affäre mit Andrews Frau. Deswegen interessierten wir uns für ihn. Aber dass jemand eine Affäre hat, bedeutet nicht, dass er auch ein Mörder ist. Am Tatort finden sich keine Hinweise auf ein Verbrechen aus Leidenschaft. Das war das Werk eines Profikillers. Und danach sah er nicht aus. Wir konnten nicht beweisen, dass er am Tatort war. Nichts ließ darauf schließen, dass er einen Mord begangen hatte. Aber durch ihn hatte es im Fall eine Wendung gegeben, die uns verunsicherte. Die Ermittlungen geraten in eine Sackgasse. Wir arbeiteten hart und sprachen mit allen möglichen Leuten. Aber es kam nichts dabei heraus. Der Fall geriet ins Stocken und Terry schied aus. Es war an der Zeit. Ich sagte zu Pat, ich bin bereit zu gehen. Und er meinte, ich bringe das zu Ende. Pierre übernahm mehr Verantwortung und meine Marke. Eine schöne Geste. So entsteht Kontinuität. Bis dahin hatten wir 25 oder 30 Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Man kann nicht rumsitzen und auf Glück hoffen. Wir haben alles probiert. Wir kamen kaum noch nach Hause und waren ständig unterwegs. Wir machten schon Witze darüber, dass wir unsere besseren Hälften auf Fotos nicht mehr erkennen würden, weil wir sie so lange nicht gesehen hatten. Wir verbrachten mehr Zeit miteinander als mit irgendjemand anderem. Wir zerbrachen uns die Köpfe auf der Suche nach der Lösung. Der Druck der Medien auf die Polizei war enorm. Ich weiß, dass Andrew Kissels Vater eine E-Mail an die Ermittler schrieb. Er sah keine Fortschritte und nannte sie die Keystone Cops. Das war eine schwere Beleidigung, weil sie unermüdlich an dem Fall arbeiteten. Pat druckte die E-Mail aus und heftete sie an die Pinnwand. Damit wollte er zeigen, dass wir den Fall nicht aufgegeben hatten und mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften an der Aufklärung arbeiteten. Nach der stundenlangen Sichtung von Bildern der Überwachungskameras der Mordstation nimmt der Fall eine neue Wende. Er sagte, ich hab ihn. Ich konnte es nicht glauben. Dann zeigte er mir das Bild. Eine deutliche Aufnahme, die Carlos Trujillo an der Mautstation zeigte. Ein besseres Foto konnte man sich nicht wünschen. Mann, sah der gut aus. Carlos fuhr zurück nach Connecticut, aber viel früher, als er angegeben hatte. Kurz bevor Andrew ermordet wurde. Die Ermittler können somit beweisen, dass Andrews Alibi auf einer Lüge basiert. Wir haben uns alles noch einmal angesehen. Ich weiß noch, wie ich mit Pat in einem Büro des FBI saß. Dort bewahrten sie die Beweise gegen Andrew auf. Es waren 25 oder 26 Schubladen mit Dokumenten. Die sind wir alle noch einmal durchgegangen. Zunächst gab es keinen Grund, warum Carlos ein Interesse am Tod von Andrew Kissel haben sollte. Die Ermittler fanden aber heraus, dass er nicht nur sein Fahrer gewesen war. Er war auch in Andrews Geschäfte und sein Betrugssystem verwickelt. Sein Bruder Jorge agierte als Anwalt bei den illegalen Veräußerungen zahlreicher Grundstücke. Er war also ebenfalls darin verwickelt. Carlos' Freundin Stella Tafur arbeitete als Buchhalterin für Andrew und war auch in die Angelegenheit verstrickt. Die ganze Trujillo-Familie hatte mit kriminellen Machenschaften zu tun. Allmählich zeichnet sich ein Motiv ab.
Andrew hätte sich schuldig bekannt und wäre ins Gefängnis gegangen. Und er hätte andere beschuldigen können. Die größte Gefahr bestand für Carlos, seine Familienmitglieder und diejenigen, die mit Andrews Geschäften zu tun hatten. Die Indizien sind erdrückend, doch noch können die Ermittler Carlos den Mord nicht nachweisen. Die in seinem Haus sichergestellten Dokumente führen sie auf eine neue Spur. Wir fanden Kreditkarten mit unterschiedlichen Namen. Eine war auf Aminta Trujillo ausgestellt. Ich dachte, wer ist das? Finden wir es raus. Sie wohnt in Waterbury, im US-Bundesstaat Connecticut, etwa 90 Kilometer von Andrews Haus entfernt. Lass uns hinfahren, habe ich zu Pia gesagt. Wir müssen mit ihr reden. Ich will ins Wespennest stoßen. Das ist unsere Aufgabe. Waterbury ist keine gute Gegend. Das Gegenteil von Greenwich. Eine Arbeitersiedlung, in der Leute wohnen, die hart arbeiten, um über die Runden zu kommen. Wir klopften an der Hintertür und jemand rief aus dem ersten Stock, Hallo? Ich fragte, wie geht's? Wir sind von der Polizei und wollen mit Ihnen reden. Sie kommt raus und ich zeige ihr das Bild von Carlos. Sie meint, ja, das ist mein Cousin, den kenne ich. Ich sage, dass wir wegen des Mordes hier seien. Und sie sagt, hat er den reichen Juden getötet? Mit dieser Wendung im Fall Andrew Kessel haben die Ermittler in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Wir dachten, na endlich. Ich forderte sie auf, erzählen Sie mal. Sie fing an. Mein Halbbruder Lenny war letztes Jahr auf einer Party. Da hat ihn dieser Typ auf dem Foto angesprochen und ihm Geld geboten, wenn er seinen Boss tötet. Carlos hatte Andrew eine halbe Million Dollar gestohlen und die wollte er zurück. Deswegen wollte Carlos ihn ermorden lassen. Dann habe sie gehört, dass er krank sei und sterben wolle. Verschiedene Geschichten, aber immer ging es darum, dass Carlos Andrew tötete. Die Ermittler verfolgen die Spur, die zu Lenny Trujillo führt. Wir mussten die restlichen Leerstellen ausfüllen und die nötigen Beweise sammeln. Lenny war ein naiver Einfallspinsel, der in Worcester, Massachusetts lebte. Er war gerade Vater geworden. Er sollte uns alles erzählen, was ihn und Carlos betraf. Also setzten wir ihn unter Druck. Er sagte aus, Carlos sei auf ihn zugekommen. Dieser reiche Typ in Greenwich, für den er arbeite, wolle sterben. Lenny sollte ihm dabei helfen, für ein bisschen Bargeld und einen Computer. Er war erstaunlich kooperativ. Er sagte, es sei ihm nur ums Geld gegangen. Er wollte so viel wie möglich bei Carlos herausholen, und das war's. Er gibt zu, Carlos und er hätten das Verbrechen von langer Hand geplant. Es dauerte 6, 8 Monate. Sie haben sich auf Parkplätzen und Raststätten getroffen. Carlos hat ihm immer wieder Geld gegeben. Sie variierten den Plan immer wieder. Carlos brachte ihn in einem Hotel unter. Aus den Unterlagen ging hervor, dass Carlos das Zimmer mit einer Kreditkarte bezahlt hatte und Lenny das Zimmer nutzte. Beide Unterschriften fanden sich auf Quittungen. Am nächsten Morgen sind sie nach Greenwich gefahren. Er konnte uns verschiedene Läden in Greenwich nennen. Solche Informationen konnte sich ein Junge aus Worcester, Massachusetts, nicht ausdenken. Sie waren Indizien dafür, dass Carlos und Lenny den Mord geplant hatten. Sie wollten das Opfer fesseln, in den Keller bringen und dort erstechen. Damit war für uns klar, dass zumindest dieser Teil seiner Aussage der Wahrheit entsprach.
Lenny war zu 90% geständig. Es fehlten die entscheidenden 10%, nämlich dass er den Mord tatsächlich begangen hatte oder vor Ort war, als Andrew getötet wurde. Obwohl noch kein Geständnis vorliegt, können die Ermittler rekonstruieren, was in den Stunden vor Andrew Kissels Ermordung geschehen ist. Eine solche Zeitachse ist entscheidend, um das Geschehen vor der Tat rekonstruieren zu können. An besagtem Sonntag, seinem freien Tag, stattete Carlos Andrew einen Überraschungsbesuch ab. Er wollte sehen, wie es Andrew geht. Danach fährt er nach New York und schaltet sein Handy aus. An der Mautstelle wird seine Fahrt auf der Bronx-Wildstone Bridge automatisch registriert. Nach nicht einmal 2 Stunden fährt er zurück und zahlt die Maut in bar. Er kehrt mit Lenny nach Greenwich zurück. Andrew lässt ihn ins Haus, er kennt ihn ja. Vielleicht haben sie etwas getrunken. Sie haben auf jeden Fall Kokain genommen. Und dann haben sie ihn irgendwie in den Keller geschleppt. Sie haben ihn geknebelt und gefesselt, sagte Lenny. Er lag auf dem Boden. Sie wollten keinen Lärm verursachen. Wahrscheinlich haben sie ihn mit einer Hand festgehalten und 5-mal bis zum Heft zugestochen. 3 Stiche waren tödlich. 2 in die Arterie, 1 in die Halsschlagader. Nach dem Mord werden sie das Haus verlassen haben. Carlos könnte Lenny nach Hause gebracht haben und dann nach Bridgeport gefahren sein. Die Ermittler sind sich sicher und stellen Carlos. Wir konnten seine Limousine ein paar Ortschaften weiter anhalten. Ich ging mit Pierre auf ihn zu und meinte, hey, erinnern Sie sich? Ich verhafte Sie wegen Mordes. Bei der Verhaftung von Carlos und Lenny benutzten sie jeweils meine Handschellen, die ich 1965 bekommen hatte. Sie wurden mit meinen Handschellen abgeführt. Die Kollegen rahmten sie ein und gaben sie mir. Großartig. Am 15. April 2011 wird Lenny Trujillo zu 20 Jahren Haft verurteilt. Carlos erhält aufgrund seines Geständnisses eine 6-jährige Freiheitsstrafe und wird anschließend nach Kolumbien ausgewiesen. 6 Jahre fand ich etwas wenig. Aber wenn ich mir überlege, dass er ausgewiesen wurde, ich bin selber Einwanderer. Ich liebe mein Heimatland, aber ich würde da nicht mehr leben wollen. Hier gefällt es mir. Er kann nicht mehr zurückkommen. Das ist lebenslänglich. Sein Bruder Jorge ging zurück nach Kolumbien. Wo Stella Tafur, Andrew Kissels Buchhalterin, ist, wissen wir nicht. Geld war alles für Andrew Kissel. So ist er in diese missliche Lage geraten. Er hat 42 Millionen Dollar gestohlen und schuldete vielen Leuten Geld. Musste er deshalb auf diese Weise erstochen werden? Nein. Gute Polizeiarbeit zahlt sich aus. Wir haben gut gearbeitet, mit ganzem Herzen. Und es hat sich ausgezahlt. Ein Koffer wird aus einem städtischen Kanal gefischt. Darin liegen zerstückelte menschliche Körperteile. Es ist eines der mysteriösesten Verbrechen der jüngeren Geschichte. Es handelte sich um eine menschliche Leiche, bei der man ein Bein unterhalb des Knies abgehackt, sowie beide Arme und den Kopf vom Körper abgetrennt hat. Am meisten hat mich die Brutalität schockiert. Die Polizei weiß weder wie, noch wo oder wann dieser Mann getötet wurde.
Sie kennt noch nicht mal seinen Namen. Ich hatte gleich am ersten Tag die Befürchtung, dass wir die Identität des Opfers nicht klären würden. Es war ein schwieriger Start. Wie findet man einen Mörder, wenn man gar nichts über den Mord weiß? Birmingham, an einem warmen Sommertag im Jahr 2014. Beim Reinigen einer der städtischen Kanäle finden die Arbeiter einen Koffer. Kommissar Simon Lees wird informiert. Am 12. Mai 2014 hatte ich Dienst. Wir wurden per Telefon informiert, dass man gerade einen Koffer aus dem Kanal gezogen hätte. Die Leute vermuteten, dass sich ein Hund darin befinden würde. Doch erst als sie den Koffer herausgezogen hatten und ihn kurz öffneten, sahen sie, dass es sich um einen menschlichen Körper handelte. Daraufhin informierten sie uns. Doch die Leiche im Koffer ist lediglich in Teilen vorhanden. Es fehlen der Kopf, die Arme und ein Bein ist unter dem Knie abgetrennt worden. Harry Harrison leitet die Ermittlungen. Es war ein außergewöhnlicher Fall für mich, da man es sonst eher selten mit einer zerlegten Leiche zu tun hat. Das Schlimmste für mich war die Brutalität, mit der die Leiche zerstückelt und einfach in den Kanal geworfen wurde. Während man noch über den schrecklichen Fund rätselt, stehen Harry Harrison und seine Kollegen vor einem drängenderen Problem. Als ich am Tatort eintraf, telefonierte ich direkt mit dem Gerichtsmediziner. Und der betonte, dass man den Körper wegen des warmen Wetters umgehend kühlen müsste. Da die Leiche im Wasser gelegen hatte, befürchtete er, der Verwesungsprozess würde rascher einsetzen. Und wenn das passiert wäre, dann hätte es womöglich alle potenziell verwertbaren forensischen Beweise zerstört. Der Koffer muss schnellstmöglich gekühlt werden, damit die Leiche noch einer ordentlichen Autopsie unterzogen werden kann. Die Polizei durchsucht den Koffer nach weiteren aussagekräftigen Details. Er enthielt Teile einer zerbrochenen Gehwegplatte. Nachdem der Mann getötet und zerstückelt wurde, hat man versucht, alle Spuren zu beseitigen, daher auch die Bodenplatte. Daneben beginnen die Ermittlungen ohne nennenswerte Beweise. Was ist mit dem Mann passiert? Wo hat man ihn ermordet? Und wie lange ist er schon tot? Und am allerwichtigsten, wer ist er? Ohne die Identität des Opfers stocken die Ermittlungen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Meine oberste Priorität war es zunächst, die Identität der Leiche zu klären. Das macht die Ermittlungen zwar nicht unbedingt leichter, doch es ist normalerweise ein guter Ausgangspunkt. Denn sobald man einen Namen hat, kann man einen Hintergrundcheck dieser Person durchführen und Informationen abrufen. Eventuell liegt uns bereits etwas zu ihr vor. Oder wir können ihren letzten Wohnort aufsuchen und uns dort umhören. Wenn wir die Identität kennen, erleichtert das unsere Arbeit sehr. Eine DNA-Probe des Rumpfs wird zur Analyse eingeschickt. Während sie auf das Ergebnis warten, gehen die Kommissare Harrison und Lees den folgenden Fragen nach. Wieso schwimmt ein mit Gehwegplatten beschwerter Koffer einen Kanal entlang? Wieso sinkt er nicht zu Boden? Die forensische Hydrologin Carolyn Roberts analysiert die Bewegung von Körpern im Wasser. Wenn einzelne Leichenteile wie ein Arm oder ein Bein verwesen, tritt Gas aus ihnen aus. Ein Oberkörper oder ein Brustkorb sind dagegen geschlossene Hohlräume. Im Zuge der Verwesung können sie sich mit Methan anfüllen. Ähnlich wie bei einem Luftballon bläst sich der Körper auf, weil das Gas nicht entweichen kann. Irgendwann fängt dieser Körperteil an zu schwimmen, wenn das Gas durch keine Löcher entweichen kann.
Der Koffer enthielt den Oberkörper der ermordeten Person, in dem sich aufgrund des begonnenen Verwesungsprozesses bereits Gas angesammelt hatte. Dadurch stieg der Koffer wieder an die Wasseroberfläche und wurde mit der Strömung mitgerissen und gelegentlich durch den Wind von einer zur anderen Seite des Kanals gestoßen. Doch diese Erklärung wirft neue Fragen auf. Wie lange schwimmt der Koffer schon im Kanal herum und wo kommt er her? Es war möglich, dass dieser Koffer von weiter nördlich heruntergespült worden war. Ich musste entscheiden, ob ich eine landesweite Suche anordnen sollte. Es handelt sich um den Hauptkanal von Smethwick nach Birmingham, der eine riesige Wassermenge enthält. Wir erhielten schon früh Unterstützung durch die örtliche Kanalverwaltung. Man nannte uns eine mögliche Stelle in der Nähe der Pope Bridge, von wo aus etwas abgeworfen worden sein könnte. Ich schickte einige Kollegen zur Pope Bridge, um die Gegend abzusuchen. Auf dem Fußweg entdeckten sie Schleifspuren, die bis zum Kanalrand unter der Brücke führten. Die Schleifspuren passten zu den Rändern an der Unterseite des Koffers. Polizeitaucher suchen die Gegend um die Brücke ab, etwa 3 Kilometer vom Fundort des Koffers. Zu meiner Überraschung wurde kurz darauf noch ein zweiter Koffer gefunden. Der zweite Koffer hatte sich im Schilf nahe der Brücke verfangen. Es war ein abscheulicher Fall. Es lagen 3 Tage zwischen dem Fund des ersten Koffers, der den Oberkörper enthielt, und des zweiten Koffers, in dem die Gliedmaßen und der Kopf lagen. Zu dem Zeitpunkt war es aus rein pathologischer Sicht natürlich erstmal wichtig zu überprüfen, ob wir alle Leichenteile zusammen hatten oder ob uns noch etwas fehlte. Der zweite Koffer ist ebenfalls mit Bodenplatten beschwert und er enthält neben dem Kopf genau die Körperteile, die in dem anderen Koffer gefehlt haben. Da diese Leichenteile über keinen ausreichenden Hohlraum verfügen, um sich mit Methan anzufüllen, ist dieser Koffer tatsächlich zu Boden gesunken. Carolyn Roberts gelingt es, die wahrscheinliche Route der beiden Koffer zu rekonstruieren. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der erste Koffer um den 27. April ins Wasser geworfen wurde. In warmem Wasser dauert es etwa 7 bis 10 Tage, bis der Verwesungsprozess und die erste Gasbildung einsetzen. Der Koffer wurde am 5. Mai am Schleusentor gesehen und schwamm dann noch eine Woche weiter, bis er am 12. Mai gefunden wurde. Ich vermute, der zweite Koffer sank etwas langsamer ab. Er wurde einige Meter den Kanal hinuntergetrieben, bis er am Rand liegen blieb. Die Polizei hat nun ein mögliches Datum für die Entsorgung der Leiche und den Mord selbst. Doch das Wichtigste ist, dass sie den Rest der Leiche gefunden hat. Was jetzt noch fehlt, ist die Identität des Toten. Leichen werden oft in Eile entsorgt. Die Täter glauben, dass das eine endgültige Lösung ist. Doch die Leichen tauchen irgendwann wieder auf. Wasser ist ein verräterisches Element, das allerlei Informationen preisgibt. Neben den Leichenteilen fand man in beiden Koffern auch abgebrochene Teile von Gehwegplatten mit roten Farbflecken. Als beide Koffer aus dem Kanal gezogen waren, fanden wir darin Beton und Steinteile, die mit Sicherheit zur Beschwerung hinzugefügt wurden, damit die Koffer auf dem Grund des Kanals sinken und nie wieder gefunden werden. Neben der Pope Bridge findet die Polizei einen Werkzeugsatz, wie er normalerweise von Raumausstattern verwendet wird. Harry Harrison weist seine Taucher an, die Suche fortzusetzen.
Der wichtigste Gegenstand, den man fand, war eine Handsäge der Marke Stanley. Zu dem Zeitpunkt ging nämlich schon aus der Autopsie hervor, dass die Leiche zerstückelt worden war. Es fragte sich nur, mit welchem Werkzeug. Noch interessanter ist allerdings die Tatsache, dass ein Teil des Körpers weiterhin fehlt. Bei der zweiten Autopsie kam heraus, dass ein kleiner Teil des Oberarmknochens fehlte. Und wir hatten keine Ahnung, wo dieses Knochenstück sein konnte. Wenn ein Stück des Körpers fehlt, wo ist es dann? Und könnte es uns eventuell Auskunft darüber geben, was passiert ist? Der Mörder hat versucht, die Leiche zu entsorgen. Mit dem Oberarmknochen hätte man vielleicht ein entscheidendes Beweismittel, das Auskunft über den Tatort geben könnte. Doch die größte Beweisquelle in Fällen wie diesen ist normalerweise das Opfer selbst. Wir entnahmen eine Gewebeprobe und schickten sie an die DNA-Datenbank. Und siehe da, innerhalb von 24 Stunden hatten wir einen Namen. Das Opfer ist der 39 Jahre alte Maler und Dekorateur Michael Spaulding. Jetzt, wo seine Identität bekannt ist, kann die Polizei Näheres über ihn herausfinden. Als wir herausfanden, dass die Kofferleiche Michael Spaulding war, kamen unsere Ermittlungen erst richtig in Fahrt. Zunächst kreisten alle Fragen um seine Person. Wer war er? Wo hat er gelebt? Welches Umfeld hatte er? Hatte er eine Freundin? Wie ist seine Telefonnummer? All diese Informationen waren wichtige erste Anhaltspunkte für uns, die in der Folge hoffentlich ein genaueres Bild ergeben würden, was passiert war. Auf einem Online-Profil des Toten sahen wir einige Nachrichten von einer Frau, von der wir annahmen, dass sie seine Freundin oder zumindest eine sehr enge Freundin war. Sie hatte ihm mehrmals geschrieben, er solle sich bei ihr melden. Sie mache sich Sorgen, da sie länger nichts von ihm gehört habe. Michael Spauldings Freundin hatte ihn zuletzt am 25. April gesehen. Seitdem war er verschwunden. Nach der Analyse der Wasserströmung kommt die Polizei zu dem Schluss, dass die Leiche circa zwei Tage später, um den 27. April, von der Pope Bridge abgeworfen wurde. Genauso wichtig wie die exakte Ermittlung der Daten sind die Aussagen von Spauldings Freundin, die ein genaues Bild seiner letzten Monate zeichnen. Sie konnte uns viele wichtige Infos darüber geben, wo Spaulding vorher gelebt hat, mit wem er aktuell zusammenlebte und was generell in seinem Leben los war. Der Maler Michael Spaulding renoviert das Haus, in dem er wohnt. Dafür zahlen er und seine Freundin keine Miete. Er wollte sich einen eigenen Maler- und Dekorateurbetrieb aufbauen. Er renovierte das Haus, in dem er selbst lebte und wohnte dafür mietfrei. Diese Arbeit war Teil seiner Bemühungen, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen und für sich und seine Freundin eine Existenz aufzubauen. Die Mitbewohner in dem Haus sind Lorenzo Simon und dessen Freundin Michelle Bird. Lorenzo Simon war der Polizei wegen mehrerer schwerer Verbrechen bereits bekannt. Und genau wie Spaulding war auch er einige Male in der Gegend um Birmingham umgezogen und hatte an verschiedenen Orten gelebt. Laut Michael Spauldings Freundin hat sich das Verhältnis zwischen den Paaren verschlechtert. Als ihr der Ärger zu viel wurde, hat sie das Haus verlassen und ist zu ihrer Großmutter gezogen. Michael ist geblieben, doch das Verhältnis zu Lorenzo Simon wurde toxisch. Die Polizei befragt die Nachbarn. Wir sind auf der Oxford Road von Tür zu Tür gegangen und dabei kam heraus, dass die Nachbarn Schreie und männliche Stimmen gehört haben, die aus der besagten Adresse kamen. Außerdem gab es Aussagen, dass Lorenzo Simon Spaulding auf der Straße bedroht hätte. Lorenzo Simon scheint ein ziemlicher Schinder zu sein.
Michael wurde scheinbar zu extremen Arbeitszeiten genötigt. Er arbeitete teilweise die Nächte durch und wurde dann sehr früh wieder von Lorenzo Simon und Michelle Bird geweckt und zur Arbeit getrieben. Nach einiger Zeit hat das Balding sehr belastet. Und er hatte langsam aber sicher die Nase voll von der Art, wie man mit ihm umsprach. Die Polizei nimmt das Haus auf der Oxford Road und deren Bewohner genauer unter die Lupe. Als wir uns den Wohnsitz ansahen, fiel auf, dass das Haus in roter Farbe bemalt war. Ich war dabei, als der erste Koffer geborgen wurde. Und auch dort hatte man rote Farbflecken gefunden. Das ließ für mich die Vermutung zu, dass zumindest die Gehwegplatten eventuell vom selben Grundstück stammen konnten. Auch die Koffer mussten aus der Wohnung dort stammen. Die Polizei sucht weiter nach verwertbaren Beweisen. Die Durchsuchung des Hauses war ein wichtiger Schritt für uns. Das Grundstück hat uns viele Antworten geliefert. Bislang deuten alle Beweise darauf hin, dass etwas auf dem Grundstück passiert ist. Die Streitereien auf der Straße, die rote Farbe im Haus und auf den Bodenplatten und das Werkzeug neben der Leiche. Doch die Polizei braucht verwertbare Beweise, um Simon den Mord an Spalding nachzuweisen. Und die liefert ihr ein aufgezeichnetes Gespräch. Am 19. Mai, eine Woche nach dem Fund des ersten Koffers, nimmt die Polizei Lorenzo Simon und Michelle Bird wegen Mordverdachts fest. Um so viele Beweise wie möglich zu erhalten, werden die Tatverdächtigen gefilmt. Ab dem Moment der Verhaftung wird die Person darüber informiert, dass alles, was sie ab diesem Zeitpunkt sagt, vor Gericht gegen sie verwendet werden kann. Durch die Videoaufnahmen verfügen wir über eine komplett neutrale Aufnahme dessen, was Lorenzo Simon auf dem Weg ins Polizeirevier gesagt hat. Er gab ungefragt an, dass er ein Freund von Michael Spalding wäre und ihn aus dem Haus geschmissen hätte. Das war für uns der Beweis, dass er genau wusste, warum wir ihn um 6 Uhr morgens abgeholt haben. Ich kann kaum atmen. Die glauben, dass ich Michael Spalding umgebracht habe. Dabei war er ein Freund von mir. Und ich habe ihn aus dem Haus geworfen. Das kann ich alles beweisen. Aber die glauben, ich hätte ihn umgebracht. Lorenzo, ich erinnere Sie daran, dass alles, was Sie hier sagen, aufgezeichnet wird. Ich weiß, ich habe nichts zu verbergen. Nur zur Info. Scheiße, ich bin kein Mörder. Nachdem man ihn auf seine Rechte hingewiesen hat, behauptet Lorenzo Simon, dass sein Freund Michael bei ihrer letzten Begegnung noch am Leben gewesen sei. Falls er seine Geschichte ändert, wäre diese Behauptung von Belang. Nachdem Lorenzo Simon verhaftet ist, kann das Haus endlich durchsucht werden. Die Polizei hegt den Verdacht, dass Michael Spalding das Haus nicht lebendig verlassen hat, wie Simon es behauptet. Und wenn die Leiche hier zerstückelt wurde, muss es Spuren geben. Wir hatten erwartet, dass uns irgendwo eine Blutspur auf den Ort stoßen würde, an dem das Opfer zerstückelt worden war. Doch das einzige Blut, das wir in dem Haus fanden, war an der Wohnzimmerwand und an der Küchentür. Und das waren nur 5 oder 6 minimale Blutspritzer. Das reichte nicht aus, um eine DNA-Analyse durchzuführen. Jennifer Guest ist Forensikerin. Sie analysiert auch die Muster von Blutspuren. Die Beamten gehen oft von einem riesigen Blutbad aus und sind dann überrascht, wenn sie das nicht vorfinden. Dabei kommt es ganz darauf an, was die Person im Moment des Blutens getan hat. Wenn sie direkt nach dem Mord zusammenbricht, dann gibt es gar keine nennenswerte Blutlache am Tatort. Das Blut wäre dann schnell beseitigt.
Wenn eine Person nach dem Tod erst zertrennt wird, wenn das Herz schon nicht mehr schlägt, dann spritzt kein Blut heraus, es fließt dann lediglich heraus. Wenn man also die Leiche zertrennt, läuft das Blut aus dem Körper, anstatt mit größerer Kraft herauszuspritzen. Der Ort muss also nicht zwingend blutverschmiert sein. Da man im Haus keine verwertbaren Beweise findet, konzentriert sich die Polizei auf den Schuppen im Hinterhof, wo sie auf Reste von Gehwegplatten stößt. Die forensische Abteilung hat die Teile aus den Koffern genommen und geguckt, ob sie irgendwie zusammenpassen. Und es gab 4 oder 5 Beispiele, bei denen die Teile haargenau zusammenpassen. Bei manchen konnte man sogar die Farbkleckse von einem Teil bis zum nächsten weiterverfolgen. Das ist der Beweis, dass die Platten in den Koffern aus dem Garten stammen. Ein erster Durchbruch. Denn nun gibt es eine Verbindung vom Haus in der Oxford Road mit den Koffern im Kanal. Aber immer noch keine Blutspuren. Es lässt sich also nicht beweisen, dass er hier getötet wurde. Man findet weder den Oberarmknochen noch blutgetränkte Teppichstücke oder Kleidung. Aber man stößt auf etwas anderes. Im Hinterhof gab es ein Ölfass, das eindeutig von den beiden benutzt worden war, um Dinge zu verbrennen. An der Oberfläche fanden wir nur einige Teppichreste und verbrannte Reste von Hausmüll. Doch wir baten um die Unterstützung eines forensischen Archäologen. Und so gelang es uns, diese Tonne Schicht für Schicht zu analysieren. Er konnte mehrere Brennvorgänge, die in dieser Tonne passiert waren, einzeln rekonstruieren. Ich bestand darauf, dass wir den Inhalt der Tonne analysieren mussten. Und dazu zogen wir einen forensischen Anthropologen zu Rate. Einige Schichten weiter unten entdeckte der Anthropologe einen verkohlten Klumpen. Der forensische Anthropologe vermutet, dass sich menschliche Knochen in diesen verkohlten Überresten verbergen. Es besteht die Gefahr, dass die Reste durch herkömmliche Testverfahren zerstört werden könnten. Doch Inspektor Harrison ist überzeugt, dass sich in diesem verkohlten Klumpen wichtige Beweise befinden. Daher wendet er sich an Professor Mark Williams von der Warwick University. Man informierte uns per Telefon, dass man einen verkohlten Klumpen an einem Tatort gefunden hatte und fragte uns, ob wir den scannen könnten. Dann brachten sie das Beweisstück zu uns. Da wir das erste Mal an einem solchen Fall beteiligt waren, freuten wir uns natürlich sehr darüber, dass wir zur Lösung dieses Falls beitragen konnten. Mark Williams und seine Kollegen verwenden modernste Scanner und digitale Bildtechnologie, die kleinste Details sichtbar machen können. Diese Maschinen heißen Mikro-CT-Scanner. Ein herkömmlicher CT-Scanner kann Bilder bis zu 0,6 mm oder 600 Mikrometer erzeugen. Unsere Scanner können dagegen Tausendstel und Millionstel Millimeter abbilden. So können wir minimale Details sichtbar machen, die wertvoll für die Ermittlungen sein können und die der Pathologe oder ein herkömmlicher CT-Scanner wohl übersehen hätte. Die Scanner können eine digitale Kopie erstellen, ohne das Beweismittel zu kontaminieren. Mit einem Mikro-CT-Scanner können wir das Ergebnis entweder in einer realistischen 3D-Animation abbilden oder mit Hilfe eines 3D-Druckers sogar ein exaktes Modell davon erstellen. Die Technologie kommt normalerweise in der Industrie zum Einsatz. Da es beim Scannen nicht nötig ist, den Klumpen zu berühren, hofft die Polizei, dass es gelingt, dieses potenziell entscheidende Beweisstück nutzbar zu machen. Die Probe erreichte uns in einem versiegelten Plastikbehälter. Denn beim Scannen brauchen wir sie gar nicht mehr physisch anzufassen. Wir legen sie einfach mit dem Plastikbehälter in den Scanner und führen dann den Abtastvorgang durch. Über Nacht erhalten wir alle nötigen Details, auf deren Basis wir am nächsten Tag die digitalen Modelle erstellen, die für die Rekonstruktion erforderlich sind.
Als wir uns die Ergebnisse am nächsten Tag ansahen, mussten wir zu unserem Entsetzen feststellen, dass es tatsächlich menschliche Überreste waren. Williams und sein Team können nachweisen, dass der Teil eines menschlichen Oberarmknochens in dem verkohlten Klumpen steckt. Dieser Knochen ist das einzige Körperteil, das beim Leichenfund in den Koffern gefehlt hat. Doch handelt es sich um den Knochen von Michael Spaulding? Nachdem wir das verkohlte Knochenstück entdeckt hatten, scannten wir auch die anderen Leichenteile aus den Koffern ein. Und nachdem wir sie digital zusammengesetzt hatten, konnten wir beweisen, dass sie von ein und derselben Person stammten. Für Harry Harrison ist dies ein wichtiger und sehr emotionaler Moment. Ich war mir der Verantwortung bewusst. Ich fand, dass ich es der Familie des Opfers schuldig war, das Rätsel um seine Leiche zu lösen. Und als wir sie sozusagen komplett hatten, war das eine Erleichterung. Ich hatte meine Pflicht erfüllt, alle Teile von Michael Spauldings Leiche zu finden. Mit Hilfe der Scanner gelingt es den Experten, den Schulterknochen Michael Spaulding zuzuordnen und alle Leichenteile zu einem Ganzen zusammenzufügen. Wenn man sich das digitale Modell genauer ansieht, erkennt man auf dem einen geretteten Beweisstück mehrere unterschiedliche Werkzeugabdrücke. Das reichte von großen Abdrücken auf der Oberseite des Knochens bis zu winzigen Kratzern an der Seite, wo er abtrennt wurde. Die Experten vergleichen diese Abdrücke mit denen an den Werkzeugen, die nahe der Pope Ridge gefunden wurden. Man geht davon aus, dass es sich dabei um das Werkzeug des Opfers handelt. Man sah auf dem 3D-Modell sofort, dass bei der Zerstückelung unterschiedlichste Werkzeuge zum Einsatz kamen. Wir konnten nachweisen, dass die kleinen Schürfwunden an der Knochenoberfläche durch die Bearbeitung mit bestimmten Werkzeugen entstanden sind. Unter der Brücke hat man auch eine Handsäge gefunden. Insbesondere bei der Säge war es sehr wahrscheinlich, dass sie zur Zerlegung der Leiche verwendet wurde. Man kann ohne DNA-Analyse zwar noch nicht sagen, dass es speziell diese Säge war. Doch man darf davon ausgehen, dass es eine Säge dieses Typs war, mit der die Leiche zumindest zum Teil zerlegt wurde. Es ist eine erschreckende Erkenntnis, dass Michael Spaulding mit seinen eigenen Werkzeugen zerstückelt wurde. Doch was die Beweislage angeht, bedeuten Mark Williams Scanner-Modelle einen riesen Fortschritt. Der Oberarmknochen macht klar, dass die Überreste des Opfers im Ölfass waren. Und noch etwas anderes. Es liefert den Beweis, dass Lorenzo Simon die Polizei belogen hat. Die Aussagen, die Lorenzo Simon im Auto gemacht hat, waren für uns sehr wichtige Beweismittel, weil er behauptet hat, Michael hätte noch gelebt, als er ihn aus dem Haus warf. Das war eindeutig gelogen. Weißt du, was sie glauben? Dass ich Michael Spaulding umgebracht hätte. Dabei war er ein Freund von mir. Und ich habe ihn aus dem Haus geworfen. Das kann ich alles beweisen. Langsam ergibt sich ein klareres Bild. Es ist nun sicher, dass Michael Spaulding in der Oxford Road zerstückelt wurde. Wahrscheinlich mit seinem eigenen Werkzeug. Und auch die Gehwegplatten zum Beschweren des Koffers stammen von dort. Lorenzo Simon hat also gelogen, was sein letztes Treffen mit dem Opfer angeht. Alle Beweise deuten auf ihn, doch es handelt sich dabei bisher noch um Indizienbeweise. In diesem Fall hatten wir im Grunde nur eine Reihe von Indizienbeweisen. Nur für sich stehend bringen einen die Beweise nicht weiter. Erst wenn man sie wie ein Puzzle zusammensetzt, kommt man langsam aber sicher dahinter, was wirklich passiert ist. Die Polizei braucht noch etwas anderes, um ihre bisherigen Funde zu bestätigen. Etwas, das den Kreis zwischen der Oxford Road, der Pope Bridge und den Koffern im Kanal schließt. Etwas Schockierendes, etwas Entscheidendes.
Wir hatten ein entscheidendes, unwiderlegbares Beweismittel, auf das wir unsere Ermittlungen stützen konnten. Und dass Lorenzo Simon und Michelle Bird in das Zentrum der Geschehnisse am besagten Abend rückte. Kurz nachdem Lorenzo Simon ins Auto gestiegen war, behauptete er, dass Michael Spaulding sein Freund war und dass er ihn aus dem Haus geworfen hatte. Diese Informationen waren entscheidend für unsere Ermittlungen. Für die Polizei ist das von Belang, weil es eine Lüge ist. Denn der Oberarmknochen im Hinterhof deutet darauf hin, dass Spaulding dort getötet wurde. Und bald taucht ein letztes, entscheidendes Beweisstück auf. In jedem Mordfall ist Videoüberwachung ein wichtiger Teil der Ermittlungen. Das gilt für Aufnahmen am Tatort, an einem mutmaßlichen Tatort oder zur Auswertung der Bewegung des Opfers oder eines Verdächtigen. Am 25. April hat Michael Spaulding mit seiner Freundin gesprochen. Die Analyse des Wasserstroms im Kanal ergibt, dass seine Überreste um den 27. April herum in der Nähe der Pope Bridge entsorgt wurden. Daraufhin sichtet die Polizei die entsprechenden Überwachungsaufnahmen. In der Nacht des 26. April, also an dem Tag, an dem Michael Spaulding umgebracht wurde, fanden wir Aufnahmen, auf denen Lorenzo Simon und Michelle Bird mitten in der Nacht zwei Koffer von ihrer Adresse bis zur Pope Bridge schleifen. Für mich war das ein wichtiger Moment, weil wir dieses Beweismittel auch vor Gericht verwenden konnten. Es handelte sich um ein unwiderlegbares Beweisstück, auf das wir unsere Geschichte aufbauen konnten, in der Lorenzo Simon und Michelle Bird eindeutig im Mittelpunkt der Ereignisse standen. Sobald sie von den Aufnahmen erfuhren, änderten sie ihre Schilderung recht schnell. Nach seiner Verhaftung behauptet Simon, Michael Spaulding hätte das Haus in der Oxford Road unversehrt verlassen. Als er mit den Aufnahmen der Überwachungskameras konfrontiert wird, ändert er seine Geschichte. Lorenzo Simon gab zu, in eine körperliche Auseinandersetzung mit Spaulding geraten zu sein, bei der er ihn einmal geschlagen hatte. Daraufhin fiel Spaulding zu Boden und starb. Er sagte, dass sein Mitbewohner sich ihm mit gewalttätiger Absicht genähert und er sich lediglich verteidigt habe. Die Polizei kann nachweisen, dass sich Simon in seinen Aussagen immer wieder verheddert. Insgesamt wirkt er sehr unglaubwürdig. Anhand der gesammelten Beweise muss die Polizei nun eine glaubhafte Version davon abliefern, was an dem verhängnisvollen Abend geschehen ist. Man kann wohl davon ausgehen, dass es an dem Abend zu einem Streit gekommen war. Leider lässt sich so etwas schwer nachweisen, wenn es in einer Privatwohnung passiert. Es fehlen meist Zeugen oder forensische Beweismittel, die einem Anhaltspunkte darüber geben könnten, was passiert ist. Die Polizei glaubt, dass Simon das Opfer nach einem Streit am 26. April getötet hat. Dann hat er den Toten mit dessen eigenem Werkzeug zerstückelt. Danach werfen er und Michelle Bird die Überreste des Mannes in den Kanal, in zwei Koffern, die sie mit Bodenplatten beschwert haben. Anhand der Beweise, die wir gesammelt haben, konnten wir eine Chronologie der Ereignisse rekonstruieren. Sie gaben uns Auskunft darüber, wann Michael Spaulding getötet wurde, wer ihn ermordet und sich danach seiner Leiche entledigt hat. Es ist unsere Aufgabe als Ermittler, eine glaubwürdige Geschichte zu liefern, die dem Schicksal des Opfers am ehesten gerecht wird. Denn Michael Spaulding konnte sich ja nicht mehr selbst äußern. Daher mussten wir so viele Beweise wie möglich heranziehen, um seine Geschichte zu erzählen. Die Jury folgt der Version der Polizei und nimmt Simon nicht ab, dass er Michael aus Notwehr getötet hat.
Was Lorenzo Simon nach dem Streit, egal wie der auch abgelaufen ist, getan hat, zeigt sehr deutlich, dass es sich nicht um Notwehr gehandelt hat. Allein die Tatsache, dass er den Toten zerstückelt und danach im Kanal entsorgt hat, zeigt ja, wie wichtig es ihm war, die Tötung zu verbergen. Lorenzo Simon wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Michelle Bird muss wegen Beihilfe zum Mord für 2,5 Jahre ins Gefängnis. Doch trotz aller Beweise bleibt eine Sache ungeklärt. Wie ist Michael tatsächlich umgekommen? Die genaue Todesursache in dem Fall bleibt unbekannt, weil kein einziges von Michaels Körperteilen Verletzungen aufwies, die zum Tode geführt hätten. Er hatte ein paar Prellungen und einige kleinere Schürf- und Schnittwunden an seinem Körper. Doch keine dieser Verletzungen hat zu seinem Tod geführt. Daher können wir über die genaue Todesursache nur spekulieren. Die Beweismittel wurden zerstört, als Lorenzo Simon seinen Mitbewohner auf brutalste und chaotische Weise enthauptet hat. Durch das Zerlegen der Leiche bleibt die genaue Todesursache weiter verborgen. Nur Lorenzo Simon weiß, wie Michael Spaulding wirklich gestorben ist. Hier sieht man, was für eine Kunst das Sammeln von Beweisen ist. Dank digitaler Scan-Technik wird eine zerstückelte Leiche wieder zusammengesetzt und durch die Messung von Strömungsdaten erfährt man den Todeszeitpunkt. Daraus ergibt sich eine tragische Geschichte, die von der Oxford Road in Birmingham bis in einen Kanal der Stadt führt. Als er Michael Spaulding in der tragischen Nacht ins Wasser wirft, denkt Simon, er würde nie wieder von ihm hören. Doch wie so oft holen ihn die Beweise ein. Wir mussten die Puzzleteile so zusammensetzen, dass dabei eine Geschichte herauskam, an der die Jury keinerlei Zweifel hegte. Dass es als erwiesen galt, dass Lorenzo Simon Michael Spaulding getötet und zerstückelt hat. Nach dem Prozess war ich erleichtert, dass beide verurteilt wurden. Aus professioneller Sicht war es eine Genugtuung, dass die Gerechtigkeit gesiegt hatte. Und ich habe mich gefreut, dass wir die Täter überführen und so dazu beitragen konnten, dass die Familie damit abschließen kann. Im November 1993 verschwindet ein wohlhabendes Ehepaar aus dem kleinen Örtchen Hamilton in Leicestershire spurlos. Der Sohn des Ehepaars erzählt der Polizei, seine Eltern wären für eine Woche verreist. Wir haben verzweifelt nach ihnen gesucht. Wir mussten wissen, wo sie sind. Ihr Verschwinden löst eine der größten Suchaktionen aus, die je in der Gegend durchgeführt wurden. Es war für uns etwas völlig Neues. Das machte den Fall für mich so besonders. Als Blut im Badezimmer entdeckt wird, geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Aber wie beweist man einen Mord, wenn es keine Leichen gibt? Ich habe in vielen Fällen ermittelt, doch keiner war so komplex wie dieser. Hamilton in Leicestershire liegt auf einer schmalen Halbinsel, die in einen der größten Stauseen Europas ragt. Rutland Water. Für das Ehepaar Severs ist es ein ganz normaler Winternachmittag. Derek sitzt im Pub bei einem Bier mit Freunden, während seine Frau Eileen ihrem Ehrenamt nachgeht. Alles scheint in Ordnung, doch dann verschwinden sie ohne jede Spur. Detective Superintendent John Kavanagh leitet die Ermittlungen. Er muss zuerst klären, ob es sich tatsächlich um eine Vermisstensache handelt oder um ein furchtbares Verbrechen. Dafür stellt er Nachforschungen über das Paar an.
Arlene Severs war eine sehr nette Dame, die jeder in der Gemeinde mochte. Sie tat gern Gutes und hatte von der Queen sogar eine Auszeichnung dafür erhalten. Eine absolut zuverlässige Frau. Derek Severs war ein Gentleman und hatte eine Führungsposition in einem großen Chemiekonzern. Auch er war sehr verlässlich und arbeitete noch hin und wieder. Er war sehr groß und nicht gut zu Fuß. Er fuhr jeden Meter mit dem Wagen. Ihre Abwesenheit war ungewöhnlich, da Arlene Severs eigentlich jemanden in der Woche abholen wollte. Doch sie tauchte nicht auf, ohne Erklärung. Sie kam einfach nicht. Die Leute meinten, das passe nicht zu ihr. Sie hätte Bescheid gesagt. Das wäre völlig untypisch für sie. Ein besorgter Freund von Arlene informiert die Polizei. Daraufhin fahren Beamte zum Haus des Ehepaars. Empfangen werden sie vom einzigen Kind der Severs, dem 37-jährigen Roger. Er erzählte uns, dass sie im Süden Urlaub machen, weil sein Vater vor kurzem einen Schlaganfall hatte und sich erholen wollte. In einer Woche sollten sie zurück sein. Der Polizeibeamte akzeptierte das. Er hielt Roger für einen vernünftigen Mann und das war eben die Erklärung. Jane kennt die Familie sehr gut. Sie war mit Roger liiert und hat seit Oktober 1991 sogar ein Kind mit ihm zusammen. Die Großeltern vergöttern ihren Enkel. Sie war eine tolle Großmutter. Arlene verspürte unheimlich viel Lebensfreude. Obwohl sie damals schon 69 war, hatte sie sehr viel Energie und war nicht zu bremsen. Jane und Arlene besprechen jeden Abend die Ereignisse des Tages am Telefon. Jane steht den Severs so nahe, dass sie die beiden Mom und Dad nennt. Ihr plötzliches Verschwinden erstaunt sie. Auch die Sekretärin in ihrem Ehrenamtbüro hatte sie nicht gesehen oder mit ihnen gesprochen. So etwas hatte es vorher noch nie gegeben. 5 Tage nach ihrem Verschwinden geht Roger zu Jane und erzählt dieselbe Geschichte. Vater und Mutter wären verreist, um die Nichte zu besuchen. Ich nehme an, einige halten mich für sehr naiv und leichtgläubig. Und das bin ich wohl auch. Ich glaube den Menschen. Er klang so aufrichtig dabei. An diesem Abend sagte ich ihm natürlich, dass ich noch immer nichts von Mom gehört hätte und dass es dort doch ein Telefon geben muss. Da versuchte er mich zu beruhigen. Sie wäre mit der Nichte beschäftigt, da sie sich einige Jahre nicht gesehen und sicher sehr viel zu bereden hätten. Zu diesem Zeitpunkt klang das für mich völlig plausibel. Doch die Polizei hat Zweifel an der Geschichte. Laut Roger sind seine Eltern mit dem Zug gefahren. Doch dafür finden sie nach Überprüfung keine Belege. Dazu stehen beide Autos in der Garage. Die Vermisstensuche wird ausgeweitet und die Sorge um das Ehepaar nimmt zu. Es war eine ungewöhnliche Suche, denn Hamilton ist komplett von Wasser umgeben. Und der Stausee wiederum von dichtem Wald. Wir hatten keinerlei Hinweise darauf, wo sie abgeblieben waren. An der Vermisstensuche vor Ort beteiligten sich sehr viele Menschen. Freiwillige Helfer durchforsteten die Felder und Wälder, die ganze Gegend. Damals waren es fast 0 Grad Celsius. Jede Menge Soldaten und Polizisten suchten alles akribisch ab. Als wir sie draußen trafen, sagte ich, danke. Bitte finden Sie die zwei schnell. Wir mussten wissen, wo sie waren. Damals wollte ich nicht glauben, dass sie gestorben sind. Es gab schließlich keine Leichen. Wie kann man tot sein ohne Leiche? Was mag diesem Ehepaar passiert sein?
Angesehene Gemeindemitglieder lösen sich nicht einfach in Luft auf. John Kavanagh und sein Team vermuten ein Verbrechen. Doch sie brauchen Beweise, handfeste Belege dafür, dass den Savers etwas zugestoßen ist und sie nicht für einen Urlaub am Meer sind. Beweise sind unumstößliche Fakten, auf denen man einen Fall aufbaut. Verdacht reicht da nicht aus. Man arbeitet nicht mit Verdächtigungen, sondern mit Beweisen. Ich würde mich nie auf Vermutungen stützen. Wenn man nichts Genaues weiß, sucht man weiter. Erst nachprüfbare Belege geben Sicherheit. Mir wurde schnell bewusst, dass wir hier keinen Vermisstenfall, sondern einen Doppelmord haben. Doch die Personensuche ging vorerst weiter, denn ich hätte mich auch irren können. Die Ermittler sind überzeugt, dass die Savers ermordet wurden. Und sie vermuten, der Sohn des Paares könnte beteiligt gewesen sein. Doch ihnen fehlen die entscheidenden Beweise. Sie nehmen Roger Savers wegen Mordverdachts fest, um das Haus der Familie durchsuchen zu können. Tatortermittler Orlando Elmhurst leitet damals die kriminaltechnische Untersuchung des Hauses. Es war einfach unklar. Für mich natürlich auch. Mir wurde die Verantwortung übertragen, den Tatort zu prüfen und herauszufinden, ob hier etwas passiert war. Der Forensiker beginnt außerhalb des Hauses. Im Garten musste ein kleines Feuer gemacht worden sein. Da war feine Asche mit Rückständen von etwas. Und es gab einen großen Gemüsegarten, der umgegraben war. Was mir bei näherer Betrachtung auffiel, waren unterschiedlich dicke Reifschichten auf dem Boden. Die weckten meine Neugier. Hat jemand den Boden umgegraben oder sogar etwas vergraben? Wieso gibt es hier verschiedene Reifschichten? Elmhurst geht ins Haus. Im Badezimmer stellen sich ihm weitere Fragen. In den Raum kam, fiel mir sofort auf, dass keine Läufer auf dem Boden lagen. Alles war sehr sauber. Irgendetwas stimmte hier nicht. Als wir uns dann weiter unten umsahen, fanden wir Spuren einer roten Flüssigkeit, die wir als Blut identifizierten. Der Raum erzählte uns also sehr viel. Interessant war die Tatsache, dass wir keine großen Blutspritzer, sondern nur ganz feine, nadelstichgroße Punkte fanden. Diese entstehen, wenn etwas wiederholt auf eine blutige Oberfläche trifft. Das Blut zerstäubt. Das ist ungewöhnlich für ein Bad. Dort schneidet man sich höchstens beim Rasieren, wobei richtige Tropfen entstehen. Hier gab es nur fein zerstäubtes Blut. Da wussten wir, etwas war faul. Für die Ermittler ist das der erste wichtige Hinweis. Die Vermisstensuche wird zur Morduntersuchung. Mit einer überraschenden Wende. Wir haben von hinten nach vorn gearbeitet, nicht wie sonst. Wir fingen beim Täter an, ohne die Leichen. Roger, der 37-jährige Sohn des Savers, bleibt weiterhin unter Mordverdacht. Obwohl man Blutspuren im Bad gefunden hat, weiß der leitende Tatortermittler Orlando Elmhurst, dass diese nicht ausreichen, um Roger zu überführen. Zu diesem Zeitpunkt fehlten uns noch immer die Leichen. So gab es niemanden, mit dem wir die Blutspuren abgleichen konnten. Wir wussten nicht, wessen Blut das war. Es half uns nicht weiter. Wir hatten viele angefangene Ermittlungsstränge. Die Polizei nimmt nun den Sohn ganz genau unter die Lupe. Jane und Roger führten über mehrere Jahre eine On-Off-Beziehung. Als sie sich kennenlernten, fand Jane ihn sehr charmant. Er gab sich als absoluter Gentleman. Seine Schuhe waren immer poliert, er trug elegante Sachen und fuhr ein schickes Auto. Er wollte stets mehr, als er sich selbst erarbeitete. Und er genoss es, Geld zu haben und es auch auszugeben.
Die Severs unterstützten Roger viele Jahre. Er war ein Mann Mitte 30, ohne festen Job und regelmäßiges Einkommen. Seine Eltern besaßen viel Geld und er verließ sich stets auf ihre Unterstützung. Er war ein Aufschneider, der den Leuten erzählte, dass es ihm gut ging, obwohl das nicht der Fall war. Manchmal gab er sich als Arzt aus und protzte, viel Geld zu verdienen. Er erzählte uns, er sei Gynäkologe und er ging sehr geschickt vor. Als wir bei einem Rugby-Spiel der Leicester Tigers waren und uns gerade hinsetzen wollten, wurde per Lautsprecher nach Dr. Severs gefragt. Er folgte dem Aufruf. Als er zurückkam, sagte ich, du bist doch gar nicht im Dienst. Und er so, sie wollten nur wissen, ob ein Arzt hier ist. Er wickelte uns um den Finger. Donna Youngs ist Kriminalpsychologin. Sie deutet das Verhalten von Straftätern und gibt den Ermittlern einen Einblick in ihre Gedankenwelt. Das ist etwas, das wir sehr oft bei Kindern beobachten, deren Eltern sich hochgearbeitet haben und sehr erfolgreich sind. Die Kinder wachsen in einem privilegierten Umfeld auf. Allerdings haben sie sich das nicht selbst verdient. Deshalb haben sie oft ein gewisses Anspruchsdenken, wissen aber nicht, wie sie etwas allein erreichen und ihr Leben gestalten können. Roger Severs ist also alles andere als ausgeglichen. Für die Polizei ist er ein Fantast, der sogar seine engsten Bekannten belügt. Dann gibt es die Blutspuren im Bad, die bisher nicht zugeordnet werden konnten, da von Rogers Eltern noch immer jede Spur fehlt. Die Ermittler suchen weiter nach dem entscheidenden Beweis, der diesen Fall aufklärt. 285 Aussagen werden gemacht, 823 Hinweise verfolgt und der Hauptverdächtige lässt sich zu keiner Zeit etwas anmerken. Roger Severs blieb die gesamte Ermittlung über ruhig und gefasst. Er schien nie in Panik zu geraten oder sich Sorgen zu machen. Alles war in Ordnung. Doch die Ermittler wollen weiterhin den Beweis finden, der ihren Verdacht bestätigt. Sie brauchen vor allem Hinweise, die zu den Leichen von Derek und Eileen Severs führen, Roger mit ihrem Mord in Verbindung bringen. Hier musste man gezielt auswählen. Wenn sich ein Verbrechen abgespielt hat, würde man am liebsten den gesamten Tatort einpacken und in ein forensisches Labor schicken, wo er Molekül für Molekül analysiert werden kann. Aber das geht nicht. Man muss hier richtig selektieren und versuchen, die offensichtlich wichtigsten Beweisstücke zu sammeln. Natürlich hoffen die Ermittler, noch mehr zu finden. Nach dem Badezimmer untersuchten wir den Flur. Dort fanden wir kleine, zarte Fasern. Sie waren gelblich-grün. Wir wussten nicht genau, woher sie waren und welche Bedeutung sie haben können. Doch wir tüteten sie ein und nahmen sie mit, zur Sicherheit. Das gesamte Anwesen wurde unter die Lupe genommen. Gut versteckt in der Garage fanden wir einen Schutzanzug. Auch an dem fanden wir viele feine Fasern in exakt derselben Farbe. Die Fasern gehören zu keinem im Haus befindlichen Gegenstand. Es gibt ein Grundprinzip in der Spurensicherung, die Lokarsche Regel. Kommen zwei Dinge miteinander in Kontakt, wird Material von einem zum anderen übertragen. Das heißt, ist man an einem Ort, hinterlässt man dort etwas und nimmt gleichzeitig selbst etwas mit. Dieser Austausch in beide Richtungen ist der Schlüssel zu einem guten forensischen Argument. Auf ihrer Suche nach etwas Ungewöhnlichem hilft den Ermittlern ein kleines Detail. Sie wissen, dass die Severs es makellos sauber mögen. Nirgendwo im Haus lag Staub, auch die Autos waren stets blitzblank. Eileen hatte eine Reinigungskraft, die ins Haus kam und der Gärtner putzte die Wagen. Ihre Autos waren nie schmutzig.
Da Ihnen das bekannt ist, erscheint den Ermittlern der Zustand eines der Fahrzeuge äußerst verdächtig. Sie finden weitere Blutspritzer an der Garagentür und Fasern im Kofferraum, die denen im Flur ähneln. Außerdem ist das Auto verdreckt. Da waren dicke Schlammschichten auf den Radkästen. Doch die Frage war, wie hilft uns das? Ich rief im forensischen Labor an und sie gaben mir die Antwort, mit der ich bereits rechnete. Erde gibt nicht viel her. Man könnte damit grob die Geozone bestimmen. Mehr allerdings nicht. Das stellte mich nicht zufrieden. Ich war früher Archäologe, kannte die Pollenanalyse und habe selbst 6 Monate Käferüberreste untersucht. Ich wusste sehr gut, dass Erde mehr hergibt. Mir fiel das Archäologische Institut in Leicester ein. Ich rief dort an und fragte, ob sie etwas mit der Erde anfangen könnten. Tony Brown ist heute Professor für physikalische Geographie. 1993 ist er Pollenexperte. Ich bin ausgebildeter Pollenologe. Da untersucht man Pollen, die in den Boden oder ins Wasser gelangen. So lässt sich das frühere Klima oder die frühere Umgebung rekonstruieren, in der Menschen vor tausenden Jahren gelebt haben. Da das für die Vergangenheit möglich ist, sollte das auch für die Gegenwart möglich sein, wenn die Erdprobe denn Pollen und Pflanzenfragmente enthält. Die Ermittler sind skeptisch, doch Professor Brown nimmt Proben von der Erde am Auto. Noch bevor seine Analyse abgeschlossen ist, gibt es einen unerwarteten Durchbruch im Fall Savers. Ein Polizist berichtet John Kavanagh, dass er Roger im Wald von Hamilton gesehen habe, bevor die Savers als vermisst gemeldet wurden. Er ging zu Roger Savers und der sagte, er habe sich gerade erleichtert. Doch dann sah er ein paar Säcke mit Blättern, Mulch und Erde stehen. Er fragte Roger danach und er antwortete, es sei für den Kompost. Das war schon etwas verdächtig. Doch leider wurden die beiden Polizisten wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls von unserer Untersuchung abgezogen, um bei dem anderen zeitkritischen Fall zu ermitteln. Wie bedeutend diese Begegnung für die Ermittlungen ist, liegt auf der Hand. Hat der Polizist Roger fast auf frischer Tat ertappt, als er die Leichen seiner Eltern vergraben wollte? Wenn man die Leichen in der Nähe dieser Stelle findet, wäre das vor Gericht ein sehr überzeugender Beweis. Wir wollten jetzt schnellstmöglich Fortschritte machen, denn bisher hatten wir wenig. Wir fuhren zu der Stelle, wo sie ihn getroffen hatten, und fanden dort ein blutiges Handtuch. Wir wussten nicht, wessen Blut es war. Scheinbar wurde etwas abgelegt oder von dort weggeschafft. Die genaue Abfolge des Geschehens war uns unklar. Man sucht die Gegend nach den Leichen ab, findet sie jedoch nicht. Es bleibt ein Rätsel. Wo können sie sein? Superintendent Kavanagh ist klar, dass es ohne die Leichen schwierig ist, Roger Savers zu überführen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung der Verstorbenen ist extrem wichtig. Ohne sie fehlt ein ganz wesentlicher Teil. Es ist ein seltsames Gefühl von Trauer, wenn es keine Leichen gibt. Denn in deinem Herzen weißt du, sie sind tot. Doch der Kopf sagt dir, vielleicht auch nicht. Sie könnten noch am Leben sein und es gibt für alles eine Erklärung. Und man beginnt zu hoffen, dass sie da draußen sind. Aber als die Zeit verging und man sie einfach nicht fand, wurde mir bewusst, es ist real. This is real. Seit 3 Wochen ist das Ehepaar nun verschwunden. Keine Spuren und keine Leichen. Die vorliegenden Beweise reichen nicht aus, um den Fall zu lösen. Jetzt muss etwas passieren. Der Druck ist enorm.
Die Zeit lief uns davon und wir wussten immer noch nicht, was geschehen war. Also versuchten wir, die Beweise aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sie neu zu ordnen, damit sie uns irgendetwas Ungewöhnliches verraten. Elmhurst wartet auf die Untersuchungsergebnisse des Pollenspezialisten Tony Brown von der Universität Leicester, der ihn bei diesem Fall unterstützt. Es war mehr als ungewöhnlich, doch mir war klar, wie wichtig es sein könnte. Ich hätte nervös sein müssen. Ich war damals jung und offen. Ich dachte so, einen Versuch ist es wert. Brown untersucht die Erde, die am Auto der Severs gefunden wurde. Die Polizei hofft zu erfahren, wo sie nach den Leichen suchen muss. Der leitende Ermittler John Kavanagh ist sich damals nicht sicher, ob es seinen Ermittlungen nützen könnte. Als ich davon hörte, war ich mehr als skeptisch. Doch ich dachte, wir probieren es trotzdem. Browns Analyse ist erstaunlich detailliert. Er kann Mineralien nachweisen, die die Herkunft des Bodens identifizieren. Er findet Spuren von Nylon, das man zum Herstellen von Angelsehnen verwendet. Und zudem bestimmt er Pollen in der Erde mit ganz spezifischen Eigenschaften. Der erste Befund hat mir gezeigt, dass es an der Stelle Lincolnshire-Eisenerz geben muss. Da gibt es in dieser Gegend nur zwei große Areale, was das Suchgebiet sofort halbierte. In der zweiten Probe fand ich Nylonfasern. Daraus ließ sich schließen, dass es in der Nähe Fischer geben musste. Und aus der dritten konnte ich die Pflanzenarten vor Ort identifizieren. Es musste sich um ein lichtes Waldgebiet oder seinen Randbereich handeln, dominiert von Eichen und Birken, in dem es auch Rosskastanien gab. Mit diesen Fakten ließ sich das Suchgebiet eingrenzen, und das haben wir getan. Die Suche hätte sich über Monate hinziehen können. Doch als wir das erfuhren, konzentrierten wir uns auf diese Gebiete. Nach 3 Wochen erfolgloser Ermittlungsarbeit wird das Ehepaar Severs dank dieser Analyse in nur 48 Stunden gefunden. Nahe der Angelstelle unter Ross, Kastanien, Eichen und Birken entdeckt das Suchteam ein flaches Grab. Da findet man die Körper von Derek und Eileen Severs Seite an Seite in eine gelbe Decke gehüllt. Selbst als man sie gefunden hatte, war es unheimlich schwer zu begreifen, dass sie tatsächlich tot waren. Dass es real war. Für die Ermittler ist das Auffinden der Leichen ein bedeutender Fortschritt. Für uns war das enorm wichtig, weil wir so an Informationen kamen. Wir wussten nicht, wie er sie getötet, nur dass er sie angegriffen hatte, aber nicht wie. Da die Leichen fehlten, gab es so wenige Fakten. Als wir sie fanden, kam ein Polizist auf mich zu. Er war völlig außer sich und machte einen Freudensprung, weil wir sie endlich gefunden hatten. Es war eine furchtbare Tragödie und wir hatten endlich die Beweise dafür. Nur dadurch konnten wir den Fall abschließen und eine Verurteilung wegen Mordes herbeiführen. Ich behalte bei derartigen Ermittlungen immer einen kühlen Kopf. Die Opfer verdienen es. Tränen dürfen nicht die Sicht trüben. Man muss ruhig und analytisch bleiben, darf nicht wütend und emotional werden. Sie verdienen eine gute Ermittlung. Gut bedeutet hier eine sorgfältige Beweissicherung. Elmhurst ging als Archäologe an die Sache heran. Man hatte sie in eine flache Grube gelegt und diese mit Erde aufgeschüttet, um sie zu verdecken.
Es ist nur eine Schätzung, aber es muss eine Vierteltonne Erde gewesen sein. Das entspricht etwa einem kleinen Auto. Es war dann meine Aufgabe, die Leichen auszugraben und freizulegen. Ich ging dabei wie ein Archäologe vor und legte die Körper Schritt für Schritt frei. Es war schon sehr spät und es ist nicht besonders günstig, solche Untersuchungen im Dunkeln vorzunehmen. Doch wir standen unter Druck und deshalb musste es sofort passieren. Die gelbe Decke, die als Leichentuch diente, wird untersucht. Man vergleicht Fasern davon mit denen aus dem Kofferraum des Autos und dem Flur des Hauses. Aber nicht die Fasern, sondern die Erde auf den leblosen Körpern könnte Roger mit dem Tod seiner Eltern in Verbindung bringen. Die Erde stammte von verschiedenen Orten, was für uns nahelegte, dass er sie aus dem Garten hierher gebracht hat, um damit die Leichen zu begraben. Das hätte einige der Kuriositäten erklärt, die wir in der Erde fanden. Eine Kartoffel ist keine typische Waldfrucht. Wenn die Polizei die Herkunft der Kartoffel nachweisen kann, könnte das die Grabstelle mit Roger und dem Garten der Severs in Verbindung bringen. Wieder ist Tony Browns Expertise gefragt. Sie wollten wissen, ob man durch DNA nachweisen kann, dass die Kartoffel aus dem Garten der Severs stammte. Theoretisch ja. An einer Mutterpflanze wachsen mehrere Knollen. Findet man sie, ist ihr genetisches Material identisch mit unserer Kartoffel. Durchaus sinnvoll. Die Kartoffel kam mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Garten der Severs. Erstens war es eine ungewöhnliche Sorte. Und zweitens hatten wir einen Kartoffelexperten. Der verglich die Knolle mit denen im Garten und seine Expertenmeinung lautete, sie sind von derselben Sorte, die zudem auch sehr selten war. Die Severs waren die einzigen in der Gegend, die diese Kartoffelsorte anpflanzten. Also zeigte sich die gute alte Botanik als große Hilfe, noch bevor die DNA abgeglichen wurde. Auf den Toten liegt eine Kartoffel aus dem eigenen Garten. Jemand muss also die Erde zur Grabstelle transportiert haben. Doch wer? Und was ist die eigentliche Todesursache? War es wirklich Mord? Falls ja, wer ist dafür verantwortlich? Die Obduktion wird der Polizei diese offenen Fragen beantworten. Als Ermittlungsbeamter ist man bei der Obduktion dabei. Sie ist von zentraler Bedeutung für die Aufklärung eines Falls. Das Blut sieht man nicht mehr. Interessant sind allein die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es gab schwere Wunden am Hinterkopf und an den Schädelseiten, bis hinunter zum Hals. Derek und Eileen Severs starben an schweren Kopfverletzungen, herbeigeführt durch einen stumpfen Gegenstand. Beide waren von hinten angegriffen worden. Kriminalpsychologin Donna Youngs weiß, was hinter diesem Vorgehen steckt. Die zahlreichen Schläge auf den Hinterkopf deuten für mich darauf hin, dass der Täter den Opfern nicht in die Augen blicken wollte. Ebenso war ihm wichtig, direkten Körperkontakt zu vermeiden. Deshalb auch kein Würgen oder ein Angriff mit dem Messer. Mit einem Angriff von hinten und dem Vermeiden von direktem Körperkontakt versucht der Täter, Distanz zu schaffen. Einen mentalen Abstand, während er die Straftat ausführt. Die Beweislücken schließen sich. Doch eines steht noch aus. Der eindeutige Beweis, dass Roger und niemand anderes die Morde begangen hat. Doch den finden sie schon bald, direkt vor ihrer Nase. Ironischerweise verliert Roger den wichtigsten Beweis für seine Schuld aus den Augen. Dieser bringt ihn nicht nur mit dem Verbrechen in Verbindung, sondern offenbart auch seinen mentalen Zustand.
Auf dem Küchentisch liegt eine To-Do-Liste. Es ist zweifellos Rogers Handschrift. Er hatte eine detaillierte Liste erstellt für die Beseitigung aller forensischen Beweise. Nur hatte er vergessen, auch diese Liste loszuwerden. Punkte wie Bartputzen oder Dads Autoreinigen sind mehr als verdächtig. Doch es ist Punkt 9, der das Interesse der Polizei weckt. Tombola-Preise abliefern. Er lieferte am Sonntag die Tombola-Preise im Auto seiner Mutter aus. Man sah ihn, wie er das Auto seiner Mutter fuhr, was er sonst nie durfte. Noch eine Tatsache, die die Menschen misstrauisch werden ließ. Diese To-Do-Liste zum Verwischen möglicher Spuren war wirklich bemerkenswert. Einerseits ist das ein Versuch, die Realität wiederherzustellen, die ihm vertraut ist. Andererseits versucht er sich damit, nach ihrem Tod so zu verhalten, wie seine Eltern es sich gewünscht hätten. Das war sehr typisch für Roger. Er machte ständig endlos lange Listen für Dinge, die im Haus erledigt werden mussten oder auch gebraucht wurden. Die Menschen sind oft überrascht, dass Mörder ganz normale menschliche Emotionen und Verhaltensweisen zeigen, nachdem sie etwas so Schreckliches getan haben. Doch das ist etwas, das wir immer wieder beobachten. Sie bleiben die Person, die sie vor dem Verbrechen waren. Endlich wird klar, was am Tag des Doppelmordes passiert ist. Roger Severs ist allein mit seiner Mutter Eileen im Haus und es kommt zu einem Streit. Er folgt ihr ins Badezimmer und schlägt ihr mit einem Fleischhammer auf den Hinterkopf. Eileen wurde im Bad getötet, dann entweder auf die gelbe Decke gelegt oder in sie eingewickelt und durch den Flur in die Garage gezogen. Das würde die Fasern im Flur erklären. Und sollte Roger den Schutzanzug während der Tat getragen haben, wäre auch klar, warum wir an ihm diese gelben Fasern finden konnten. Alles passte zusammen, ergab Sinn und war schlüssig. Die gelben Fasern ließen sich vom Haus bis zur Grabstelle nachweisen. Durch sie ließen sich die Ereignisse rekonstruieren. Die Polizei glaubt, dass Roger nach dem Mord an seiner Mutter klar war, dass auch sein Vater sterben musste. Er griff seinen Vater vor der Tür an, als der vom Pub zurückkam. Die Blutspritze an der Garagentür deuteten darauf hin, dass er seinen Vater mit mehreren Schlägen niederstreckte. Und immer wenn er mit dem Hammer in der Hand ausholte und zuschlug, hinterließ das eine Blutspur. Dort war jede Menge Blut. Roger lud die Leichen seiner Eltern ins Auto und fuhr damit in ein Waldstück. Dort hätte ihn fast die Polizei ertappt, die von dem Verbrechen noch nichts ahnte. Mrs. Severs lag sicherlich im Kofferraum des Autos, als man ihn dort traf. Und er wollte gerade ein Grab ausheben, als die Polizei auftauchte. Severs muss seinen Plan ändern. Er fährt in ein anderes Waldstück, legt die Leichen ab und holt mehrere Fuhren Erde aus dem Garten, um sie abzudecken. Zum Glück tat er das. Ansonsten wäre es uns womöglich nicht aufgefallen. Aber da er mehrmals fuhr, war eine dicke Schicht auf den Rädern. Doch eine Frage bleibt: Was treibt jemanden dazu, die eigene Mutter zu töten? Roger besaß jede Möglichkeit, eine solche Tat auszuführen. Er war fähig dazu, schlau und intelligent. Er wusste, worum es im Leben ging und was er wollte. Er hätte alles haben können. Er liebte seine Mutter wirklich, aber er hasste sie auch. Und das war das Problem. Aus seiner Sicht konnte er sich nicht das Leben aufbauen, das ihm vorschwebte. Nicht unter den Umständen.
Die Enttäuschung seiner Eltern darüber rief in ihm im Laufe der Jahre Abneigung und Wut hervor und führte am Ende zum furchtbaren Angriff auf seine Mutter. Man kann den gewaltsamen Tod von geliebten Menschen nur schwer akzeptieren. Doch in meinem Herzen wusste ich, dass Roger die Beherrschung verlieren konnte. Wir werden nie erfahren, was der Grund dafür war. Den kennt nur einer, Roger. Das Töten der eigenen Mutter muss für Roger ein dramatisches und sehr emotionales Ereignis gewesen sein. Obwohl er verärgert war, spürte er sicherlich tief in sich drin, dass er sie liebte und sich nach ihrer Beachtung sehnte. Daher ertrug er nach seiner Tat den Anblick nicht. Aber das behutsame Einhüllen des Körpers geht über bloße Zweckmäßigkeit hinaus. Es wirkt auf mich, als hätte er seine Mutter nachträglich umsorgen wollen, da er Schuldgefühle hatte. Das zeigt mir, wie ambivalent die Gefühle zu ihr waren. Zu Beginn haben die Ermittler einen Mordverdacht, doch keine Leichen. Sie können den tragischen Fall lösen, dank vieler entscheidender Beweise. Nachdem Roger während der gesamten Ermittlungen die Taten bestritten hat, wird er vor Gericht mit den Beweisen konfrontiert und gesteht. Er gab die Morde zu. Er habe plötzlich die Beherrschung verloren. Es war kein Vorsatz. Er verlor die Kontrolle und brachte sie um. Am 6. Dezember 1994 wird Roger Savers wegen des Mordes an seinen Eltern zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Ende einer langen, aber am Ende erfolgreichen Suche nach Beweisen. Es war gute Recherchearbeit. Viele Polizisten haben Tag für Tag intensiv nachgeforscht. Und die Spurensicherung war hervorragend. Die beste, die ich je erlebt habe. Es war ein Meilenstein für die Forensik, da es sofort weiterhalf. Die Leichen konnten durch Hinweise aus der Natur gefunden werden, durch Mineralien, Pflanzenreste und Pollen. Es war etwas, das komplett neu für uns war, unerprobt und völlig überraschend. Und das macht den Fall so einmalig für mich. Es ist einfach beeindruckend, was die Forensik in diesem Fall geleistet hat. Incredibly powerful. And thank God. Zum Glück ist man auf die Erde an den Rädern aufmerksam geworden und hat darin Pollen gefunden. Ich danke den Ermittlern von Herzen. Dank ihnen haben sie ihre letzte Ruhe gefunden. Im April 1984 wird ein Farmhaus in den Cotswolds Schauplatz von gleich zwei brutalen Verbrechen. Bei einer Explosion wird eine zweifache Mutter für ihr Leben gezeichnet.
Später erhielten wir Metallteile, die man aus den Wunden der Frau entfernt hatte. Einige Wochen später wird bei einem heftigen Kampf ein Farmer grausam zugerichtet und sein Nachbar erschossen. In der Küche gab es sehr viele Blutflecke. Handelt es sich hier um den Höhepunkt einer Nachbarsfehde? Jemand hatte einen Schafskopf drapiert. Unter ihm hing die Drohung: Du bist der Nächste. Als sich die forensischen Hinweise verdichten, muss die Polizei von einem kaltblütigen Plan ausgehen. Da war etwas faul am gesamten Ablauf. Wurden diese Verbrechen nur inszeniert, um die Spuren eines kranken Sonderlings zu verwischen? Horton, im Südwesten Englands, ist ein malerisches Örtchen, in dem normalerweise nicht viel passiert. Bis zum 9. April 1984. Die 37-jährige Margaret Beckhouse ist Mutter von zwei Kindern. Als sie in das Auto ihres Mannes steigt und den Schlüssel umdreht, kommt es zu einer Explosion. Ein Busfahrer wählt den Notruf. Wie durch ein Wunder überlebt Margaret die Detonation, kämpft nun aber um ihr Leben. Als Detective Chief Inspector Peter Brock eintrifft, wird sie gerade mit furchtbaren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Brock war 22 Jahre lang im Polizeibezirk Somerset and Avon im Dienst. Ich war am 9. April in unserer Zentrale, als dort ein Anruf von einem Revier einging. Ein Auto sei vor einem Farmhaus explodiert. Es war eine typische Farm auf dem Land. Ein Haupthaus mit Garten und mehreren Nebengebäuden. Die örtliche Polizei war auch dort und sperrte den Bereich ab. Das Auto war in Volvo. Die Fahrertür stand auf und wir konnten sehen, dass es erhebliche Schäden im Bereich des Fahrersitzes gab. Das Auto ist das erste wichtige Beweisstück in dieser Untersuchung. Brock muss herausfinden, ob es sich hier um technisches Versagen handelt oder um weitaus Schlimmeres. Wir stellten sicher, dass die Absperrungen nicht entfernt wurden. Hof und Auto mussten vor Verunreinigungen geschützt werden. Zuerst untersuchten Bombenexperten von der Army den Ort eingehend. Es musste sicher für die Forensiker sein, damit sie mit der Arbeit beginnen konnten. Sobald Fahrzeug und Hof gesichert sind, beginnt der Kriminaltechniker und Bombenexperte Ian Grant mit der forensischen Untersuchung des Autos. Es war nicht in tausend Teile explodiert. Es sah immer noch aus wie ein Volvo, war jedoch innen stark beschädigt. Das Auto fing einen Großteil der Explosion ab. Doch die immense Sprengkraft hatte den Unterboden zerstört, weshalb viele kleine Trümmer unter dem Volvo lagen. Der Fahrersitz war ziemlich zerfetzt, auch Teile der Rückbank. Doch der Hauptschaden beschränkte sich auf die Rückenlehne des Fahrersitzes. Ich hatte erwartet, dass der Fahrer entweder schwer verletzt oder tot ist. Die Ermittler vermuten, dass eine Art Bombe für den Schaden verantwortlich ist. Allerdings müssen sie diese Annahme durch Beweise belegen. Grant sammelt Materialproben, um so viel wie möglich über den Sprengsatz zu erfahren. Womöglich führen die Trümmer zu der Person, die ihn gebaut hat. Das war wichtig. Die Teile konnten uns helfen. Wir lasen einzelne Stücke neben und unter dem Fahrzeug auf und sicherten sie. Außerdem konnten wir noch sehen, wie der Sprengsatz verkabelt war. Uns fiel ein Draht auf. Er verlief von der Stelle, an der der Sprengsatz platziert war, durch den Kardantunnel hinüber zur Beifahrerseite. Dort war er mit dem Sicherungskasten verbunden, der sich vorn im Fußbereich befand.
Als die Bombe detonierte, schoss die Ladung mit großer Wucht direkt durch den Fahrersitz. Die Teile flogen in alle Richtungen und führten bei Margaret Backhouse zu schweren Verletzungen an den Beinen. Die Kraft der Explosion pumpt 1 Pfund Blei in Margarets Körper. Sie hat tiefe, großflächige Wunden an den Oberschenkeln und ihr linkes Knie ist zerfetzt. Völlig unter Schock wird sie ins Krankenhaus gebracht. Sie weiß nicht, wer ihr so etwas antun könnte. Peter Brock richtet nun seine Aufmerksamkeit auf Margarets Ehemann, Graham Backhouse. Als ich ihn zum ersten Mal traf, war er erschüttert. Besonders bestürzte ihn die Tatsache, dass seine Frau so schwer verletzt war, wie man es erwarten würde. Ich glaube, er war in einem anderen Teil der Farm zugange, als sie das Auto anließ. Er nahm an, der Sprengsatz sei für ihn bestimmt gewesen, denn es war sein Auto. Und Margaret wollte seinen Wagen nehmen, da ihre einen Tag vorher nicht angesprungen war. Er sagte uns, dass es nicht der erste Vorfall war. Einige Wochen vorher ging er auf ein Feld. Auf dem Torpfosten der Absperrung lag ein Schafskopf. Darunter hing ein Zettel, auf dem stand: Du bist der Nächste. Das klang nach einer unverblümten Drohung. Direkter kann eine Drohung kaum sein. Die warnenden Worte stehen auf einem linierten Zettel, ein weiteres, womöglich hilfreiches Detail. Backhouse nimmt an, das Opfer einer Hetzkampagne zu sein. Doch wer soll dahinter stecken? Wir fragten ihn, warum ihn jemand bedrohen könnte. Da zählte er uns eine ganze Reihe von Situationen in der Vergangenheit auf, weswegen jemand Groll gegen ihn hegen könnte. Während die Forensiker den Hof akribisch durchleuchten, wird ein Hinweis frei Haus geliefert. Der Postbote kam. Er hatte mehrere Sendungen für Backhouse dabei. Doch ein Brief sah verdächtig aus. Die Adresse war merkwürdig geschrieben. Wir baten die Sprengmittelexperten, ihn zu überprüfen. Sie öffneten den Brief und zum Vorschein kam ein Zettel, auf dem handschriftlich stand: Kam letzte Woche 2-mal vorbei, aber die Bullen waren da. 2 Worte sind seltsam falsch geschrieben. Das stützte seine Behauptung, all diese Drohungen seien an ihn gerichtet. Ihn sollte die Bombe im Auto erwischen. Beide Drohungen werden für weitere Analysen eingeschickt. Doch wer schrieb sie und warum? Backhouse sagte der Polizei, er habe seit langem eine bittere Fehde mit seinem Nachbarn. Doch ein Nachbarschaftsstreit ist kein überzeugendes Mordmotiv. Vielleicht passiert in dem verschlafenen Dörfchen mehr, als die Polizei zu Beginn ahnt. Es gab die Andeutung, dass es Swingerpartys im Ort gab. Diesem Hinweis mussten wir nachgehen. Das gesamte Dorf wurde befragt, jede Person aufgesucht, auch die, die man für enge Freunde hielt oder mit denen Backhouse zusammenarbeitete. Wir nahmen jeden unter die Lupe. Scheinbar ist der direkte Nachbar nicht der einzige Dorfbewohner, der schlecht auf den Farmer zu sprechen ist. Backhouse behauptet, zahlreiche Affären gehabt zu haben und dass viele eifersüchtige Ehemänner ihm den Tod wünschen. Einer davon arbeitet in einem Steinbruch und hat Zugang zu Sprengstoffen. Er war einer der Verdächtigen, die womöglich dafür verantwortlich sein könnten. Also nahmen wir ihn fest und verhörten ihn. Doch es gab keine überzeugenden Belege, dass er beteiligt war. Für die Behauptungen des Farmers finden die Ermittler keine Beweise. Es war harte Arbeit. Wir gingen wirklich jedem seiner Hinweise nach. Doch keiner führte zu handfesten Ergebnissen.
Die einzigen sicheren Beweise der Polizei sind zwei Zettel, ein abgetrennter Schafskopf und eine Autobombe, die fast den Falschen getötet hätte. Scheinbar will tatsächlich jemand Beckhaus umbringen. Der Polizei bleibt keine andere Wahl, als seine Farm rund um die Uhr zu überwachen. Wir mussten ihn und seine Familie beschützen. Sollte sich jemand ihm oder der Farm nähern, würde er uns sofort ins Netz gehen. Die Ermittler können einen weiteren Anschlag nicht ausschließen. Derweil rekonstruiert Sprengstoffexperte Ian Grant im Labor den Sprengsatz, der Margaret Beckhaus fast getötet hätte. Als der Wagen im Labor angeliefert wurde, kam er auf eine Hebebühne, wie man sie aus einer Werkstatt kennt. Wir begannen mit der Analyse des Autos und suchten nach Materialresten, um sie zu bestimmen und sie entweder dem Auto oder dem Sprengsatz zuzuordnen. Die Bestandteile der Bombe könnten wichtige Hinweise liefern und womöglich zum Urheber des Sprengsatzes führen. Das war sehr mühsam, denn es gab so viele Einzelteile. Einige davon waren recht groß, andere hingegen winzig. Wir sammelten und ordneten die Metallteile sorgfältig in die Kategorien fahrzeugfremd und zum Fahrzeug gehörig. Diese vielen Puzzleteile mussten wir nun Schritt für Schritt zusammenfügen. Jedes noch so kleine Fragment wird gesichert, selbst die Splitter, die in Margarets Körper eingedrungen sind. Uns wurden später Metallteile übergeben, die man aus den Beinen von Mrs. Beckhaus entfernt hatte. Und natürlich fügten wir die unserem Puzzle hinzu. Schon nach kurzer Zeit konnten wir nachvollziehen, wie der Sprengsatz aufgebaut gewesen sein musste und woraus er bestand. Zu Beginn ließ der Zustand des Autos vermuten, dass darin eine Bombe explodiert war. Doch nun dachten wir eher an eine kurzläufige Waffe, eine großkalibrige Schrotflinte oder sowas. Es handelt sich um eine Gerüststange, die so gekürzt wurde, dass sie perfekt unter den Autositz passt. Sie war ganz offensichtlich mit einem selbstgebauten riesigen Schrotgeschoss bestückt. Dieser Eigenbau enthielt 4500 Schrotkugeln. Sie schossen bei der Zündung durch den Sitz und verletzten Margaret Beckhaus schwer. Aus dem einzigartigen Aufbau zieht Ian eine entscheidende Schlussfolgerung. Wer immer das platziert hat, kannte den Volvo sehr gut und hatte Zugang zu ihm. Jemand muss Maß genommen haben, um die Vorrichtung genau unter den Sitz einpassen zu können. Außerdem musste man wissen, wo man das Ganze einbaut und an die Sicherung anschließt. Zudem wird der Einbau und das Anschließen eine gewisse Zeit gedauert haben. Es musste also jemand sein, der wusste, wie und wann er das tun konnte. Eine sehr bedeutsame Erkenntnis. Wer auch immer die Bombe platziert hat, könnte aus der Gegend stammen und noch immer eine Gefahr darstellen. Die Polizei glaubt, dass Beckhaus noch immer in Gefahr ist und lässt die Farm weiterhin überwachen, bis er sie bittet zu gehen. Das löst Bedenken aus. Wenn die eigene Familie bedroht wird, möchte man die Polizei in der Nähe wissen. Wir mussten der Bitte nachkommen und hoben den Polizeischutz umgehend auf. Eine Alarmanlage wurde im Haus installiert. Sollte es einen Zwischenfall geben, konnte er uns per Knopfdruck darüber informieren. Achtzehn Tage später drückt Graham Beckhaus den Alarmknopf. Als ich ankam, sagte man mir, ein Mann aus der Gegend sei erschossen worden. Im Farmhaus. Ein Rettungswagen kam und brachte Mr. Beckhaus ins Krankenhaus. Er hatte tiefe Schnittwunden.
Seine Version lautete, er wurde angegriffen und erschoss den Angreifer in Notwehr. Detective Sergeant Jim Wetter ist einer der ersten vor Ort. Wir kamen gegen 23:45 nachts dort an. Es waren viele Polizeibeamte im Farmhaus selbst und in der Umgebung. Zuerst musste man den Tatort absperren, damit keine fremden Fasern oder Haare ihn verunreinigten. Wir gingen über die Hintertür hinein und standen in einer großen Küche. Man sah sofort, dass hier etwas passiert sein muss. Die Möbel waren verrückt, Stühle umgeworfen, überall war Blut auf dem Fußboden. Dann gingen wir weiter in den Flur. Und direkt vor der Treppe lag ein toter Mensch. Der Tote ist der Nachbar, der Mann, mit dem Beckhaus seit mehreren Jahren Zwistigkeiten austrug. Wir näherten uns den Treppen und überprüften den Leichnam. Es lag ein Teppichmesser in seiner rechten Hand. Man sagte uns, dass die Verletzungen von Mr. Beckhaus von diesem Teppichmesser stammten. Es war ein tiefer Schnitt vom Ohr bis zum Kinn. Und eine zweite Wunde ging von der linken Schulter quer über den Bauch bis zur Hüfte. Er blutete sehr stark und wurde sofort von einem Arzt behandelt. Man erzählte uns, dass er in den Flur gelaufen sei, seine Flinte zufällig am Treppenfuß stand und er zwei Schüsse abfeuerte. Beide Männer haben sehr viele Blutspuren im Haus hinterlassen. Der Kriminalbiologe Jeff Robinson hat in dieser Nacht Rufbereitschaft. Seine Aufgabe ist es, diverse Blutproben vom Tatort zu nehmen und die Blutgruppen aller Beteiligten zu bestimmen. Damals ging es vorrangig um die Auswahl der Proben fürs Labor. Am Tatort selbst wurde nicht viel Zeit darauf verwendet, die Verteilung des Blutes zu untersuchen. Das steckte noch in den Kinderschuhen. Jeff Robinson ist einer der wenigen Kriminalbiologen in Großbritannien, die sich intensiv mit der Analyse der Blutspuren befassen. In Amerika war die Blutspurenanalyse bereits etabliert. Deshalb interessierte ich mich dafür. Ich wollte mir das genauer ansehen und einschätzen. Jeff nimmt die Verteilung des Blutes sehr akribisch unter die Lupe. Ich stellte fest, dass es extrem viele Blutspuren gab. Auf dem Küchenfußboden, auf der Leiche selbst und auch im Flur. In vielerlei Hinsicht war das kein normaler Tatort für eine Todesermittlung. Beide Beteiligten waren vor Ort. Der Tote und der Mann, der ihn in Notwehr erschossen hatte. Man kam zu der Überzeugung, dass es keinen Sinn ergeben würde, an diesem Abend weiterzumachen. Man wollte sich nur schnell umsehen, um sich ein Bild zu machen und die detaillierte Untersuchung des Farmhauses am nächsten Tag durchführen. Der Tatort wird abgesperrt und Beckhaus medizinisch versorgt. Der Schnitt vom Ohr bis zum Kinn wird mit 80 Stichen genäht. Damit ist er ein Leben lang gezeichnet. Peter Brock besucht ihn tags darauf im Krankenhaus, um seine Version der Geschehnisse zu erfahren. Als ich auf die Station kam, überraschte mich sein Zustand. Er war sehr aufgeweckt und gesprächig. Er berichtete mir, was passiert war, machte eine Aussage und schien sehr ruhig. Womöglich, weil er die Untersuchung zu einem Ende brachte. Das ist der Mann, der mich mit diesem Sprengsatz töten wollte und es jetzt erneut versucht hat. Fall gelöst. Beckhaus erzählt, sein Nachbar kam zu ihm und gab den Mordversuch mit der Bombe zu. Dann griff er ihn ohne Vorwarnung mit dem Teppichmesser an. Beckhaus lief in den Flur, nahm seine Schrotflinte und feuerte zwei Schüsse ab, die den Nachbarn in die Brust trafen. Seine Geschichte ist eine stimmige Erklärung für die Geschehnisse. Vielleicht ein wenig zu stimmig. Wir hatten von Anfang an ein ungutes Gefühl in Bezug auf den Farmer. Das schien alles zu einfach. Doch Beckhaus schien von seiner Version selbst so überzeugt zu sein, dass wir sie zunächst akzeptieren mussten.
Backhouse spricht von Notwehr. Doch welche Geschichte werden die Beweise erzählen? Als einer der Ersten, die dort waren und hörten, was passiert sein sollte, schien mir daran etwas faul, am gesamten geschilderten Ablauf. Man kann nicht einfach jemanden beschuldigen, doch etwas stimmte da nicht. Lügt Backhouse womöglich? Die Polizei musste in Erfahrung bringen, ob seine Version korrekt war. Nur zwei Personen hätten berichten können, was sich zugetragen hat. Und einer davon war tot. Nur die Beweise können noch für den Nachbarn des Farmers sprechen. Blutspurenexperte Jeff Robinson hofft, mit Hilfe seiner Analyse der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Ich wollte mir die Blutspuren in der Küche ansehen, in der Hoffnung, Hinweise über die tatsächlichen Geschehnisse in diesem Raum zu erhalten. Danach wollte ich mich auf die Leiche des Nachbarn konzentrieren. Vielleicht ließ sich aus den Blutspritzern dort etwas ableiten. Augenfällig waren die vielen einzelnen Tropfen auf dem Boden. Sie fielen auf eine glatte Oberfläche und zeigten keine Verzerrung. Einige Küchenstühle waren umgekippt. An ihren Rückenlehnen gab es sogenannte Kontaktspuren. Schmierflecken, die übertragen wurden. Entweder durch blutbefleckte Kleidung oder jemand hat sie mit einer blutigen Hand dort hinterlassen. Es war 1984, lange bevor Serien wie Dexter über unsere Bildschirme flimmerten. Für einen Laien würden die Blutflecke die Geschichte von Backhouse bestätigen. Doch für den Experten stellen sie ein großes Rätsel dar, das gelöst werden muss. Einige Tropfen hatten eine saubere, kreisrunde Form. Man kennt das selbst. Man schneidet sich, blickt nach unten und sieht schöne, runde Tropfen. Und genau das habe ich in der Küche des Farmhauses gesehen. Und das stand im Widerspruch zu der Geschichte, die er vorher erzählt hatte. Man griff ihn über den Tisch mit einem Messer an. Er stand sofort auf und floh am Tisch vorbei zur Tür, die in den Flur führte. That led into the hallway. Er erwähnte kein Handgemenge, das zu den umgefallenen Stühlen oder den Blutflecken daran geführt haben könnte. Gerade als er um den Küchentisch gegangen ist, muss er an verschiedenen Punkten innegehalten haben, sodass sein Blut aus den Wunden hinunter auf den Boden tropfen konnte. Er hinterließ mehrere Ansammlungen von Blutflecken, etwa 10 oder 20 an einer Stelle. Das wies eindeutig darauf hin, dass er dort gestanden hatte und das Blut einfach hinuntertropfte. Zwischen diesen Ansammlungen gab es Lücken von etwa 50 Zentimetern. Das passte nicht zu jemandem, der Angst hat und panisch vor seinem Angreifer flieht. Denn der hält ja immer noch ein Messer in der Hand. Warum sollte man stehen bleiben? Für Jeff stimmt die Geschichte des Farmers nicht mit Form und Größe der Blutspuren überein. Hätte es einen heftigen Kampf in der Küche gegeben, hätten die Blutspritzer die Form von Ausrufezeichen. Danach untersucht Robinson eingehend das Opfer, um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist, und macht eine beunruhigende Entdeckung. Auf der Leiche fand ich ein paar sehr aufschlussreiche Blutspuren. Der Mann war eindeutig erschossen worden, also gab es große Blutflecke auf der Brust. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre das Blut aus der offenen Wunde ausgetreten, nachdem auf ihn geschossen wurde. Aber es gab weitere Blutspuren auf seinem T-Shirt, seinen Armen, Händen, auf Hosenbeinen und Schuhen. Da waren auch einzelne Bluttropfen auf seinem Bauch, so wie die in der Küche. Einfache Tropfen, die senkrecht gefallen sind. Und das entsprach ganz und gar nicht seinen Verletzungen durch die Kugeln in der Brust.
Jeff bemerkt außerdem ungewöhnliche Blutspuren auf der rechten Handfläche des Opfers. Beide Hände waren geschlossen. Doch man konnte eindeutig sehen, dass sich auf den Handflächen sehr viel Blut befand. Und das erschien mir sofort seltsam. Man hatte mir gesagt, dass man den Toten am Tatort fand mit dem Teppichmesser in der rechten Hand. Es hätte eine Stelle auf der Handfläche geben müssen, die blutfrei war. Dort, wo er den Griff umfasste. Doch die gab es nicht. Jemand musste ihm also das Messer in die Hand gelegt haben, nachdem er erschossen wurde. Und das ist nicht alles. Auch die Waffe, aus der die tödlichen Schüsse abgefeuert wurden, hält für die Ermittler eine Überraschung bereit. An der Treppe stand eine Schrotflinte Kaliber 12. Ich hob sie auf, blickte flüchtig drauf und sah, dass kein Blut daran war. Beckhaus hatte stark blutende Wunden in Gesicht und Brust und trotzdem befindet sich auf der Schrotflinte kein Blut? Man kann in diesem Zustand kein Kaliber 12 abfeuern, ohne Blut auf der Waffe zu hinterlassen. Jeff wischte sie mit Lackmuspapier ab und sprühte eine Lösung darauf, um festzustellen, ob sich Blut darauf befand, und bestätigte uns, dass es kein Blut auf der Flinte gab. Ab da begann die Geschichte von Graham Beckhaus zu bröckeln. Es kamen so viele Dinge zusammen, die zeigten, dass seine Geschichte nicht von Anfang bis Ende stimmen konnte. Die Blutspurenanalyse ist mit der Version des Farmers nicht vereinbar. Es gibt zwei Tatwaffen. Ein blutbesudeltes Messer, an dem kein Blut sein dürfte, und eine Schrotflinte, die Blutspuren besitzen sollte, jedoch keine aufweist. Für die Ermittler ist es eindeutig. Beckhaus sagt nicht die Wahrheit. Sergeant Jim Wetter setzt die Untersuchung des Farmhauses fort. Als Kriminalbeamter wird man da neugierig. Ich ging die Treppe hinauf und fand in einer Schublade einen Schreibblock. Es war einer dieser Ringblöcke. Ich schlug ihn auf und sah, dass er liniert war. Da musste ich an die Notiz unter dem Schafskopf denken, auf dem stand: Du bist der Nächste. Da wusste ich, dieser Block musste untersucht werden. Also nahmen wir ihn mit. Da die Drohung auch auf liniertem Papier geschrieben stand, schickte Jim den Block in ein Labor nach Birmingham. Ich erinnerte mich, dass der Schreiber der Drohung sehr stark mit dem Stift aufgedrückt hatte. Es bestand also die Möglichkeit, einen Durchdruck auf darunterliegenden Seiten zu finden. Es war nur ein Ansatz, eine mögliche Spur. Damit hätten wir etwas ausschließen oder bestätigen können. Die Polizei hofft nun, einen Zusammenhang zwischen Drohnotiz und Schreibblock nachweisen zu können. Da jeder Buchstabe der Drohung mehrfach überschrieben ist, kann die Polizei sie nicht mit Schriftproben vergleichen. Dafür findet sie etwas anderes. Damals arbeitete man mit dem ESTA-Verfahren. Damit lässt sich sichtbar machen, was 10 oder 12 Seiten vorher geschrieben wurde. Und da gab es diese kleine Kritzelei. Es war eine Art Spirale, die wir auch auf dem Zettel nachweisen konnten, der unter dem Schafskopf hing. Mit diesem Wissen dachten einige von uns darüber nach, ob Beckhaus es selbst war und das alles fingiert hatte. Es war der Wendepunkt in der Untersuchung. Die forensischen Beweise deuteten darauf hin, dass er ein Mörder ist. Sollte Beckhaus die Drohbriefe selbst geschrieben haben, ist sein Nachbar unschuldig. Doch wenn er ihn nicht angegriffen hat, wer dann? Dafür gibt es nur eine, allerdings sehr ungewöhnliche Erklärung. Und die lautete: Er hatte sich selbst verletzt.
Doch wie konnte sich Beckhaus solch grausame Wunden selbst zufügen? Peter Brock braucht eine Experteneinschätzung. Ich stellte mir die Frage, wie hielt er diese Schmerzen aus? Ein forensischer Spezialist klärte mich auf. Es ist wie bei einem Stück Plastik. Schneidet man es mit einem Teppichmesser ein, dann dehnt sich das Material. Das erste Eindringen verursacht also ein gewisses Maß an Schmerzen. Doch der eigentliche Schnitt über den gesamten Körper ist fast schmerzlos. Es waren Schmerzen, die sich aushalten ließen, wenn man entschlossen genug war. Und das war für uns ein weiterer handfester forensischer Beweis. Kriminalpsychologin Donna Youngs kennt Fälle, in denen Täter ihren Opfern und sich selbst Gewalt antun, um es der Welt heimzuzahlen. Es ist eine völlige Missachtung des menschlichen Lebens. Zudem richtet sich seine Gewalt auch gegen sich selbst, wenn er sich mit einem Teppichmesser von oben bis unten aufschlitzt. Außerdem sehen wir die klassischen Merkmale der schweren Opferrolle. Er versucht, andere dafür verantwortlich zu machen, was um ihn herum geschieht. Es geht nur um ihn. Er ist das Opfer, die Person, die leidet. Und deshalb ist es ihm egal, ob jemand lebt oder tot ist. Das ist zwar extrem, beweist jedoch nicht, dass Beckhaus seinen Nachbarn kaltblütig umgebracht hat. Auch bleibt weiterhin ungeklärt, ob der Nachbar nicht doch für die Bombe im Auto verantwortlich ist. Bevor die Polizei Beckhaus verhaften kann, braucht sie stichhaltige Beweise. So schlüssig, dass sie eine Jury überzeugt. Ian Grant liefert diesen entscheidenden Beleg. Dr. Ian Grant war brillant. Er konnte den Sprengsatz rekonstruieren und genau sagen, welche Rohrsorte darin verbaut war. Und auf der Farm des verstorbenen Nachbarn fanden die Kollegen ein Rohrstück, das dem aus dem Sprengsatz ähnelte. Etwa 2 Meter lang, wenn ich mich recht entsinne. Das Rohr auf dem Nachbargrundstück wird zur Untersuchung eingeschickt. Es weist am Ende ganz besondere Sägespuren auf. Dieser Sägerand passt perfekt zu dem Stück, das in der Bombe verbaut wurde. Am Ende hatte man ein Stück abgesägt. Wir verglichen es mit dem Ende des Rohrstücks, das wir im Volvo fanden. Wenn die Rohrleitung auf dem Grundstück des Nachbarn liegt, würde ihn das belasten. Doch wie bei allem in diesem makabren Fall war etwas nicht schlüssig. Das Gras unter dem Rohr war auffällig intakt. Es sah so aus, als wäre das Rohr erst vor wenigen Tagen dort abgelegt worden. Wollte man damit die Ermittler auf eine falsche Spur locken? Die Polizei untersucht nun das gesamte Grundstück. Wir stießen dabei auf eine Grasfläche, auf der wir einen braunen Streifen fanden, der genau die Länge und Größe von unserem Rohrstück besaß. Das wies stark darauf hin, dass das Rohr ursprünglich auf der Farm von Beckhaus lag und erst kürzlich auf dem Grundstück des Nachbarn deponiert wurde. Es sollte der Anschein erweckt werden, das Rohr gehöre dem erschossenen Nachbarn und er habe den Sprengsatz gebaut. Sicher, um die Ermittler in die Irre zu führen. Hat Beckhaus den Sprengsatz auf seinem Land gebaut und den Rest des Rohres zu seinem Nachbarn geschafft, um den Verdacht auf ihn zu lenken? Doch warum sollte Beckhaus seine Frau töten wollen? Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten wurde ein Versicherungsdokument entdeckt, das sich auf seine Frau bezog. Eine Lebensversicherung auf ihren Namen über eine beträchtliche Summe Geld. Sie war erst vor ein paar Monaten abgeschlossen worden. Die Polizei sucht weiter und entdeckt, dass Beckhaus über 70.000 Pfund Schulden hatte. Anfang März hatte er die Lebensversicherung seiner Frau von 50.000 auf 100.000 Pfund erhöht. Die Blutspurenanalyse enttarnt Beckhaus als Lügner.
Er kann mit der Autobombe in Verbindung gebracht werden und sein psychologisches Profil ist auffällig. Je stärker er versuchte, von sich abzulenken, desto mehr Beweise lieferte er den Forensikern. Unbeabsichtigt, versteht sich. Es gibt einen letzten entscheidenden Beweis, der das Schicksal von Graham Backhouse besiegelt. Auch die zweite Drohung wurde im Labor geprüft. Das Team wollte eigentlich den Speichel von der Klebefläche mit dem von Backhouse abgleichen. Doch stattdessen finden sie ein unscheinbares Detail. Winzige Textilfasern, die am Umschlag kleben. Die Analyse von Stofffasern war eines meiner Spezialgebiete. Deshalb habe ich sie sofort untersucht. Unter dem Mikroskop konnte ich sehen, dass es braune Acrylfasern waren. Diese findet man häufig in Strickwaren. Ich habe die Ermittler sofort darüber informiert und vorgeschlagen, sowohl in den Sachen des Toten als auch in denen von Graham Backhouse nach Strickwaren zu suchen. Sie schickten mir dann eine Reihe von Kleidungsstücken zur Untersuchung ins Labor. Und bei einem dieser Kleidungsstücke fand ich unter dem Mikroskop und bei anderen Tests genau dieselben Fasern, die auf der Klebefläche des Briefumschlags gesichert wurden. Es gehörte dem Farmer Backhouse. Eine exakte Übereinstimmung. Seine Geschichte gerät nun endgültig ins Wanken. Am 21. Mai 1984 wird er verhaftet. Und da entschied er, keine weitere Erklärung abzugeben. Er verweigerte uns jede Antwort, was sein gutes Recht war. Er sagte zu uns, ihr denkt, dass ich es war, beweist es. Zuvor hatte er zahlreiche Theorien und Erklärungen parat, wer ihm alles schaden wollte. Doch jetzt, da das Spiel vorbei ist, schweigt er. Die Tatsache, dass er sich nicht dazu äußerte, besiegelte sein Schicksal. Graham Backhouse war ein schwacher und feiger Mann. Statt sich seinen Geldproblemen zu stellen, wählte er den einfachen Ausweg. Und das war für ihn, seine Frau zu ermorden. Endlich konnte die Polizei alle Puzzleteile zusammensetzen. Backhouse erhöhte die Lebensversicherung seiner Frau, fingierte die Drohungen und baute die Autobombe. Um nicht aufzufliegen, verleumdete und tötete er seinen Nachbarn. Er war einer dieser Menschen, die ihr Leben lang versagt haben. Er hatte Geld verloren und wollte so seinen Schuldenberg loswerden. 1985 wird Backhouse wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird auch für den versuchten Mord an seiner Frau verurteilt. Diese verdankt ihr Überleben einem kleinen technischen Detail. Das Volvo-Modell besaß eine Sitzheizung und diese hatte ein Verstärkungsblech. Und dieses Blech dämpfte den Stoß der Explosion ab. Ich bin mir sicher, wenn das Teil nicht eingebaut gewesen wäre, hätte sie den Tod gefunden. Einen Profi dürfen Gefühle bei der Arbeit nicht behindern. Aber manche Taten sind so unerhört, die machen auch Ermittler sprachlos. Und doch sieht man immer wieder solche Fälle. So ist die Polizeiarbeit nun mal. Sein eigentlicher Plan war, uns davon zu überzeugen, dass er Feinde hatte und bedroht wurde. So hätte es eine plausible Erklärung dafür gegeben, warum seine Frau durch eine Autoexplosion gestorben war. Und er hätte das Versicherungsgeld einstreichen können, um seine Schulden zu begleichen.
Doch er hatte die Möglichkeit der Forensik unterschätzt. Er war nicht so schlau, wie er dachte.